So, dann warten wir mal gerade, bis ich live angezeigt werde. Müsste jetzt aber gleich der Fall sein. Und ich habe eine Sache vergessen. Schade, schade. Okay, warte mal. Mal muss ich gerade noch hier eine Sache kurz machen. Hoffe mal, dass das jetzt hier alles klappt. Also, ich habe die Musik übrigens heute einen Tick was lauter gestellt. Ihr müsst mal gleich sagen, ob das von der Musik und Ton trotzdem klar geht. Sagt da gleich mal Bescheid. Wir haben heute ein geiles Programm. Wir haben wirklich ein geiles Programm. Auch ein was längeres Programm. Aber auch ein geiles Programm. Da habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Ja, bin gleich auch mal gespannt, was ihr so sagen werdet. Ich habe auf jeden Fall auch zwei, drei Sachen. Erstmal moin an die ersten, die gerade reingekommen sind. Ich habe auch schon zwei, drei Sachen für uns abgeklärt. Wir können auch auf die Deichstube heute reagieren. Wir können ein paar Sachen sogar heute machen. Also sag mal bitte gerne, ob das gerade passt mit der Musik und mit dem Ton. Damit wir hier vernünftig weitermachen können. Wie gesagt, nicht wundern, ich stelle gerade noch zwei, drei Sachen ein. Aber das geht hier gerade ganz rucki-zucki. So. Wann spielt Bremen? Samstag 15:30 Uhr, mal besser. Also, ich denke mal, man sieht mich alles. Tarkan, moin, grüß dich. Nico, moin, Meister, grüß dich. Los Thomas, hi. Johnny Rain. John Rain. Moin, Nico. John Rain, wie kann ich das als Johnny aussprechen? Wahnsinn. Dennis Wolf, moin, Meister. Ethan, moin, Sön, moin. Wann spielt Bremen? Ja, Samstag 15:30 Uhr. Steffen Bauer, moin. John Rain, alles gut. Bei mir ist alles gut, ich hoffe bei dir auch. Bei mir passt es gut, perfekt. Samstag 15:30 Uhr, RB Leipzig, ja, genau so ist es, so ist es. Jungs, wir haben ein paar Sachen vor. Also, wie gesagt, ich guck gerade mal. Ich wollte gerade sagen, hä, hier hat es gerade irgendwie kurz geleckt, warum auch immer. Naja, gut. Aber scheint aber eigentlich zu klappen. Eigentlich müsste alles freilaufen. Läuft bei euch ruckelfrei? Sagt mal gerade Bescheid, Jungs. Sagt mal gerade Bescheid, ob es bei euch ruckelfrei läuft. Und ja. Hä? Ja, habe ich ja gesagt. Glaube ich auch. Kann das Video leider erst später gucken heute, aber geliked. Vielen, alles klar, mein Bester. Alles klar, danke dir. Also läuft es bei euch ruckelfrei? Sagt mal gerade kurz noch Bescheid. Weil bei mir, manchmal zeigt YouTube da so komische Sachen bei mir an. Ja, läuft alles gut? Okay. Also ich höre auf euch, also auf den Chat, weil im Endeffekt, wie es bei euch dargestellt wird, ist entscheidend. YouTube ist in letzter Zeit oft mit ein paar Sachen komplett überfordert. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, habe ich auch bei ein paar anderen Leuten schon gehört, dass es bei denen auch so ist. Total nervig, aber kann man nichts machen. Ich habe mir zwei, drei Sachen überlegt, ja? Und zwar zum einen, wie gesagt, wir reagieren heute auf die Deichstube. Wir reden über Tai Chong doch länger bei Werder. Das auch nochmal kurz, auch das ist... Die Info ist von der Deichstube, Tai Chong. Es gab heute einen Artikel, den habe ich mir durchgelesen gehabt. Wir fangen auch damit direkt mal an, okay? Fangen wir kurz mit dem Talk an. Also, Tai Chong bei Werder. Es könnte eventuell schon sein, dass Tai Chong länger bei Werder bleibt. Rein hypothetisch gesehen ist das möglich. Clemens Fritz wurde darauf auch angesprochen, ob es für ihn möglich wäre, dass er sich vorstellen könnte, dass Tai Chong länger bleibt. Und wie er momentan zu ihm steht, was er findet. An erster Stelle würde ich sagen, bevor ich jetzt weiter rede, schreibt jeder von euch jetzt einmal in den Chat, jeder schreibt jetzt einmal in den Chat, ob ihr gerne wollen würdet, dass Chong länger bei uns bleibt. Und wie würdet ihr das wollen? Würdet ihr ihn gerne kaufen oder leihen? Schreibt das alles mal rein in den Chat, ja? Ich erzähle in der Zeit, was da passiert ist, beziehungsweise was da gesagt worden ist. Ich hoffe auf viele Nachrichten. Läuft alles gut, Nico? Perfekt. Danke für eure Rückmeldung. Das ist wirklich sehr, sehr geil, dass ihr da so mitmacht. Ja, sehr, sehr cool. Moin, Rauchen ist schädlich. Grüß dich, Dino Hunter. Moin, grüß dich. Also, pass auf. Tai Chong. Das Ding ist, ihr müsst euch das Ganze jetzt so vorstellen. Es ist natürlich eine sehr, sehr enge Saison. Eine sehr, sehr kurze Saison. Dieses Leihgeschäft, was wir da bekommen haben, ist im Prinzip komplett auf die Richtung gelegt, Vorteil für Werder. Ja? Denn wir müssen sowohl kein Gehalt zahlen oder wenn, dann einen sehr, sehr geringen Anteil. Wir müssen keine Leihgebühr zahlen und wir haben auch keine Pflichteinsätze für Chong. Das, was abgemacht worden ist, dass man an der Entwicklung von Chong arbeitet, aber es wurde keine festen Einsatzzeiten festgemacht. Das heißt, es wurde alles im Prinzip für Werder ausgelegt. Ist natürlich für uns ganz praktisch. Für Menu, ja, gut. Jetzt ist aber das Ding, dadurch, dass die Saison so mega kurz und eng ist,
kommt ja Chong so oder so auf Einsatzzeiten. Und so wie es gerade bei Menu läuft, braucht man halt keinen Chong zurück. Jetzt ist das Ding, es gibt ja verschiedene Varianten, wie du Chong halten kannst in Bremen, beziehungsweise auch mit Menu reden kannst. Das erste wäre natürlich einfach, um ein weiteres Jahr zu verlängern, die Leihe zu verlängern. Man könnte aber auch da in so einem Fall über eine Kaufgebühr verhandeln. Wenn Menu sagt, nein, das ist unser Talent, wir wollen ihn auf jeden Fall irgendwann wieder zurückhaben, kann man, wie gesagt, da auch drüber reden, ein Jahr einfach weiter zu leihen, also ein weiteres Leihjahr dran zu hängen. Das wäre das Einfachste vom Ding her. Das wäre das Einfachste. Ich könnte mir dann aber vorstellen, dass wir vielleicht doch auch etwas am Gehalt zahlen müssten. Aber wie gesagt, ich bleibe auch dabei, so wie sich Chong bis jetzt so präsentiert, ist es für uns gar nicht mal so schlecht, dass er nicht voll einschlägt. Denn solange er nicht voll einschlägt, ist diese Hoffnung für den, ich sag mal, zukünftigen Kauf schon irgendwo noch drin. Versteht ihr, was ich meine? Ich gehe ganz kurz auf eure Sachen hier ein. Nein, ist es nicht. Menu lässt den niemals gehen. Macht euch keine Hoffnung. Tarkan, wie gesagt, das ist eine Fehlinfo, die du hast. Manchester United hat schon überlegt gehabt, neue, also weitere Flügel zu integrieren. Wir wollen einen weiteren Flügel so je nachdem holen. Plus mit Pogba geht das Ganze da wahrscheinlich zu Ende. Das heißt, man wird sich im Sommer allgemein nochmal verstärken. Die Wahrscheinlichkeit, dass man damit Chong plant, ist eher unwahrscheinlich. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir holen jetzt Chong zurück, dann läuft es bei Menu. Das auf keinen Fall. Das ist kein Spieler, wo die nicht drauf verzichten könnten. Das zu dir, Tarkan. Maurice kaufen, ja. Ja, aber bringt nichts, weil er nicht spielt. Ja, verstehe, was du meinst. Kaufen, behalten, leihen, kaufen unrealistisch. Chong leihen. Nee, Chong kann weg, finde ich. Ja, eine Leihe mit Kaufoption wäre gut. Also, wie gesagt, jeder von euch kann seine Meinung hier reinschreiben. Ne? Ich finde das super, dass wir auch verschiedene Meinungen haben. Genau das ist ja auch der Sinn der Sache. Wir haben hier einen Treffpunkt, wisst ihr? Wir treffen uns hier und quatschen über Werder. Heute gibt es viele News und viel zu besprechen. Wie gesagt, wir haben auch noch ein paar Sachen, auf die wir reagieren dürfen. Habe ich alles schon abgeklärt. Übrigens, zu Beginn des Dienstes würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Wir haben 13 Likes. Ich glaube, da kriegen wir 20 Likes, kriegen wir schon nochmal hin für den Anfang des Streams. Und ja, geht's direkt weiter. Ja, eine Leihe mit Kaufoption wäre gut. Ich würde Chong gerne noch eine weitere Saison leihen, da ihn Menu nicht verkaufen wird an uns. Ja, wie gesagt, kann auch auf jeden Fall sein. Hey Nico, ich bin VfB-Fan, wollte fragen, wie du jetzt nach einigen Tagen über die Aktion zum Schluss denkst. Die Silas-Aktion würde ich eigentlich gar nicht mehr groß drüber reden. Für mich, ich habe es ja auch schon im Video gesagt gehabt, für mich hat Stuttgart da verdient gewonnen, weil wir uns selber geschlagen haben. Wir haben einfach viel zu wenig offensiv rausgespielt. Aber ich finde, das, was sie das am Ende gemacht hat, macht man nicht. Aber damit wäre das Ding auch für mich gegessen. Es wurde so ein bisschen zu hoch am Pranger getan von allen Seiten. Also jeder hat auf einmal darüber diskutiert. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Das hätte man einfach nicht machen müssen und fertig. Damit ist das Ding auch gegessen. So. Läuft ja super beim Menu, vor allem in der Champions League. Lul. Ja, das hat aber nichts mit Chong zu tun. Eminem, moin. Nico, grüß dich. Beuten, moin. Matthias, moin zusammen, grüß dich, gerade kein Überblick, kommt drauf an, wie hoch die Kaufoption ausfallen soll. Ja, das ist natürlich auch wieder klar, logisch, ja. Wir spielen Hoffenheim und Leverkusen heute in der Euroleague, Nico. Schwierig. Das Ding ist halt, durch dieses Strafprogramm, dieses jeden 3-Tage-Rhythmus spielen, finde ich schwierig, überhaupt noch Spiele irgendwie vorauszusagen. Weißt du, was ich meine, Dennis? Chong wird sich bei Menu nie im Leben durchsetzen, also macht es Sinn, dass er Leistung... Ja, eben, das ist das ja. Menu plant einen Tausch, die Pogba zu Juve, dafür die Baller zu Menu. Ja, ja, ich sag ja, Pogba, beziehungsweise allgemein, Menu plant da einiges an Transfers. Das ist für uns im Prinzip gut, weil es wahrscheinlicher sein könnte, dass man Chong weiter verleiht, etc., ja. Wieder 15 Millionen Klausel, oh Gott. Rashica würde ich im Sommer für 10 Millionen plus 5 Millionen Boni verkaufen, weil er da nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ich glaube, in so eine Richtung wird das hinauslaufen, aber über Rashica reden wir gleich noch. Tja, muss sich verbessern, kann er bleiben. Wenn er so bleibt, kann er weg. Okay, wir haben kein Geld für einen ablösefreien Spieler, aber für jemanden mit einem 6,5 höchstens eine weitere Leihe ist drin. Ja, ja, darüber rede ich ja, Tarkan. Also pass auf, guck mal, du musst das so sehen. In der aktuellen Situation, jetzt gerade, haben wir kein Geld dafür, nicht mal für einen ablösefreien Spieler, laut Baumann, ja. Aber eine Sache müsst ihr bei sowas immer bedenken. Die Situation kann sich natürlich auch immer ändern. So, zum einen integrieren wir gerade relativ viele junge Spieler, die natürlich schneller im Marktwert auch steigen können. Also auch so Spieler können im Sommer von der Preisklasse ja nochmal ganz anders aussehen. Gerade Richtung Abgänge
wird uns da sowieso einiges erwarten. Überleg mal, Moisander wird weggehen, Kleber Selassie wird weggehen. Rashica will verkauft werden, soll verkauft werden, ist ja schon seit einer Weile jetzt so drin. Toprak wird auch nicht jünger, ist nun mal sehr verletzungsanfällig. Also im Sommer werden wir sowieso eine Art internen Umbruch haben. So oder so, egal was wir wollen oder nicht wollen, das wird so oder so passieren. Aber, wie gesagt, wir müssen eine Sache bedenken. Chong ist zum Beispiel saujung noch, mega entwicklungsfähig. Er hat ja gute Einsätze, ist extrem schnell, hat einen guten Abschluss. Er muss nur ein bisschen ruhiger in seinen Situationen werden und Zweikampfsicherheit. Diese Sicherheit muss er reinkriegen, das Selbstbewusstsein muss er reinkriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf die Zukunft gesehen, wenn du da die Chance hättest, Chong noch ein weiteres Jahr zu leihen und dann über eine Kaufoption zu reden, fände ich total realistisch und könnte auch passieren. Wie gesagt, es geht ja auch darum, so ein bisschen Nachfolger von Rashica zu finden. Und für uns ist es, wie gesagt, im Moment gut, dass Chong nicht komplett explodiert. Wenn er komplett explodiert, ist fast alles ausgeschlossen. Außer eine weitere Leihe, die ist immer drin, weil einfach ManU, denke ich, momentan nicht mit Chong plant. Moin Moin aus Bonn. Ah, bist du bei mir in der Ecke, Marcel? Grüß dich, grüß dich. VfB, meinst du, Rashica geht? Ja, auf jeden Fall, aber jetzt denke ich eher im Sommer. Lars, hi, grüß dich. Justus, ich denke, es wäre für Bremen am besten, wenn sie ein bis zwei Laien aus Bayern kommen. Ja, da bin ich sogar vollkommen bei dir, Justus. Vor allen Dingen, weil ja auch Rummenigge öffentlich gesagt hat, dass Bremen eine super Station ist für Laie. Deswegen sage ich auch immer noch, ihr dürft das nicht abschmieren. Also wenn Rummenigge in der Öffentlichkeit sagt, Bremen ist eine Top-Adresse für Leihgeschäfte und wird auch in Zukunft für uns sehr interessant sein, dann müsst ihr einfach nur auf den Kader von Bayern gucken, auch von Bayern 2 gucken, schauen, was für Spieler macht es Sinn, für Bayern zu verleihen, die vielleicht nochmal einen weiteren Entwicklungsschritt machen. So. Und dann kommen nur ein paar Namen bei rum. Diese könnten eventuell in Frage kommen bei uns. So funktioniert diese Aussage von Rummenigge, das, was ich auch schon mal dazu gesagt hatte. Ne? Und Rashica, wie gesagt, durch seine Verletzung, wäre er nicht verletzt, 1 Million% wäre er im Winter gegangen. 1 Million%. Erstmal an der Stelle, ich sehe gerade, Kickoff hat reingeschrieben. Moin Nico und an alle Bremer. Moin Kickoff, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich denke, also das habe ich. Ich hoffe, dass Osako erstmal auf der Bank ist und Romano spielt. Gönne es ihm. Matthias, wäre ich auch absolut dafür. Das können wir sowieso gerade ganz kurz mal machen, während ich die weiteren Fragen beantworte. Schreibt doch mal alle gerne rein. Wenn wir wieder im 4-2-3-1 spielen sollten, wen würdet ihr gerne auf der 10 sehen? Weil wir spielen ja dann mit klassischem Zehner. Wieder Osako oder Schmid oder eine ganz andere Person. Schreibt die rein. Also schreibt es alle mal gerne gerade rein. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Und wie gesagt, Jungs, würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo auf den Stream da lässt. 23 Likes haben wir. 55 Leute sind im Stream. Also da ist noch ein bisschen was drin. Um was geht es? Es geht gerade um verschiedene Sachen, Lars. Also wir reden so ein bisschen über Chong gerade. Das ist das erste Thema von heute. Wir haben aber viele Themen. Und ich gehe gerade so ein bisschen auf eure Themen noch ein. Ja, für Verpflichtung braucht man sich keine Hoffnung zu machen, aber für Laie, wenn man kein Gehalt oder ein ganz weniges zahlt, dann ist es möglich, okay? Vielleicht ein Spielertausch. Chong ist ein guter Fußballer, oder Nico? Und du kannst mich grüßen. Chalka Mauri, liebe Grüße, grüß dich. Natürlich kann ich dich grüßen. Und Chong ist auf jeden Fall ein guter Fußballer. Das Potenzial ist auf jeden Fall bei ihm da. Jetzt, ein Mittelstädt würden wir gut tun, aber haben kein Geld. Ja, wie gesagt, diese Geldsachen ist momentan ja sowieso sehr kritisch immer. Und 30 Likes haben wir geschafft. Sehr, sehr geil, Jungs. Einfach ganz, ganz stark. Wirklich ganz, ganz stark. Selke ist angeschlagen und Einsatz ist fraglich. Also wieder Mr. Fehlschuss im Sturm und dahinter bestimmt Mr. Fehlpass. Ja, es ist schwierig. Wir müssen natürlich noch ein bisschen abwarten. Morgen ist noch ein Tag. Also ich habe noch keine Meldung gesehen, dass Selke komplett ausfällt, also fix ausfällt für Samstag. Lasst alle ein kostenloses Abo da, zudem vergesst nicht den Stream, einen Daumen hoch zu geben. Nico hat auch Instagram, folgt ihm auch da. Nico, sehr gute Arbeit, danke dir. Partien der Euroleague bei Leverkusen, Hoffenheim. Nico, ja, das, ich weiß, Dennis, ich weiß, gegen wen die spielen, ich weiß nur nicht, wie ich da tippen sollte. Also im Prinzip, rein aus dem Bauchgefühl heraus würde ich jetzt sagen, Hoffenheim 3-1, Sieg. Und Leverkusen 2-0. Im Winter geht nichts. Im Winter geht, wenn dann, eher Richtung Abgänge, was? Aber Zugänge sehe ich auch gerade schwierig. Wenn Leihgeschäfte halt. Moin Kickoff, moin Kickoff, moin Kickoff, moin Kickoff, moin Kickoff. Grüßt euch. Hallo Michael, grüß dich. Schmid, Osako muss auf die Tribüne. Woltemar oder Schmid? Schmid, Romano Schmid. Also Chong ist halt ein bisschen eine Wundertüte. Wenn er nach Laie mit Kaufoption eincheckt, nice, sind aber schon talentiertere Leute in der Bundesliga gescheitert. Ja, gebe ich dir schon recht, aber wie gesagt,
ich sage auch, Chong hat halt ein unfassbares Potenzial noch. Also er könnte noch wirklich, das könnte auch von jetzt auf gleich bumm machen und dann rasiert Chong komplett, ja. Und das sind halt so Sachen, die müssen wir auch so ein bisschen im Auge behalten. So ein Chong ist da sehr, sehr interessant. Ich finde es auch gut, dass er bei Werder spielt. Ich glaube, dass er einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um sein volles Potenzial auch zu zeigen, ja. So zu zeigen, was er dann auch letztendlich drauf hat und wie er uns helfen kann. Also ich sehe hier auf jeden Fall, auf der 10 sind mehr Leute wieder eher Richtung Romano Schmid, Woltemade. Osako habe ich da jetzt noch nicht gelesen. RDF, Woltemade. 16 Minuten der eine und dann vielleicht von der Bank der andere. Ja. Schmid würde ich gerne von Anfang an sehen. Ich auch. Ich will Romano auf der 10 sehen, ja. 100% Romano, der neue Junuzovic. Ich glaube auch, dass der Richtung Junuzovic, vergleiche ich ihn auch immer gerne, würde aber sagen sogar, dass er einen Tick offensiver als Junuzovic ist. Woltemade auf die 10, finde den Jungen richtig gut. Ich finde Woltemade auch extrem gut, ja. Aber nicht jetzt im letzten Spiel, muss ich auch nochmal ganz kurz sagen. Auf der 10, Schmid oder Bittencourt, ja. Woltemade hat gegen VfB wieder viel gebracht. Mhm. Wie wäre es denn mit Maxi auf der 10? Boah, Maxi auf der 10 sehe ich ein bisschen kritischer. Den würde ich lieber eher dahinter haben. Auf jeden Fall Romano auf der 10, ja. Danke, Nico. Schicken Sie Mario eine Umarmung. Liebe Grüße. Theo gehört für mich auf die Bank. Ja, also Theo würde ich... Ja, wäre direkt die nächste Umfrage. Schreibt mal gerne rein. Wen würdet ihr eher auf der Rechtsverteidigerposition gegen die schnellen Leipziger sehen? Theo oder Agu? Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Auch ein sehr interessantes Thema eigentlich. Theo oder Agu, weil, wie gesagt, es steht ja jetzt mittlerweile schon eher mehr fest, dass so ein Theo nach der Saison wahrscheinlich weg ist, ne? Moin Nico, geile Mütze. Almir, danke dir, mein Bester. Luis, bester FIFA-Spieler, Schmied. Heute mal kann man auch in den Sturm stellen, finde ich gut. Wer könnte man auch ganz vorne drin spielen? Ja, ist richtig. So als Anspielstation so ein bisschen. Theo würde ich sogar im Winter verkaufen. Ja, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Der wird am Ende der Saison seinen Vertrag beenden und dann gehen. Moin Nico, hast du Kickbase? Ja, habe ich auch. Woher stammt das Gerücht, dass Chong länger bleibt? Der erste Artikel davon war bei der Deichstube. Kannst du auch mal nachlesen. Wie gesagt, Fritz, gibt's auch ein Video voran. Fritz wollte sich dazu noch nicht so äußern, hat gesagt, es ist noch viel Zeit. Eggestein und Pavlenka, aber er hat es auch nicht dementiert. Das will ich auch ganz klar nochmal sagen. Also es wurde nicht dementiert, was für uns ja schon mal gut ist. Ein Abend erstmal, klar. Eggestein und Pavlenka sind angeschlagen. Okay. Für mich sollte Osako und Moisander im Winter abgegeben werden. Moisander können wir auch vergessen, läuft auch der Vertrag aus. Danke, dass du mich wieder aufmunterst. Hier, du vielleicht mal eine Story. Nee, habe ich nicht gesehen, Nico. Was ist denn los? Habe ich nicht gesehen. Osako auf der 10 und ein bisschen Zielwasser geben. Bisschen Zielwasser. Ja, ich finde halt Osako, also eigentlich ist das ja so seine Position, so hängende Spitze eher zu spielen. Aber ich muss da auch sagen, ich bin von Osako so ein bisschen auch enttäuscht, weil er auch dann, wenn man ihm eigentlich seine Freiraum und seine Stärken gibt, selbst dann überzeugt er nicht. Also wie soll er dann überhaupt überzeugen? Wisst ihr, was ich meine? Chong wird nochmal reinhauen. Überlegt mal, wie lange ein Rashica gebraucht hat. Richtig, richtig, absolut richtig, ja. Man hat sich mit dem Geld von Toprak, Leo und Davi alles selbst kaputt gemacht. Ja, die Leipziger werden nicht mit Schmid rechnen, daher wäre er perfekt. Ja, ich denke auch, dass man da so einen Tick, so einen Überraschungseffekt reinbauen kann. Und ich sehe gerade unfassbar viele, also erstmal Moin Meister an Strukturator, grüß dich. Ganz, ganz viele, die Agu sagen, auch Kickoff sagt Agu. Ich bin da vollkommen bei euch. Agu sehe ich auch viel eher als Selassie da, egal ob Fünfer- oder Viererkette, denn auch in der Fünferkette traue ich dem Agu zu, dass er die Linie da hoch und runter knallt und da wirklich Vollgas gibt. Und gerade gegen die schnellen Leipziger könnte das vielleicht eine Chance sein und auch etwas, womit die vielleicht nicht rechnen. Plus ein Selassie kannst du immer noch bringen und weißt an dem, was du hast. Übrigens, ganz kurz, an die Leute, die vom Kickoff nicht das Video gesehen haben, alle gegen Thiele, kam heute online, da habe ich auch den kompletten Spieltag getippt. Also, wer es abchecken will, schaut da gerne vorbei. Jetzt will ich mal ganz kurz von euch eure Meinung hören. Schreibt wieder rein. Klappt ja super hier mit dem Reinschreiben. Die Deichstube. Ich habe mit der Deichstube gerade eben geschrieben. Und die sind ja auch immer total nett. Auch zu mir sind die wirklich super lieb, muss man einfach sagen. Erstmal super Leistung auch von der Deichstube. Die machen tolle Arbeit.
Sind auch immer sehr, sehr schnell und bringen, wie gesagt, alles, was so News betrifft, bringen die so schnell raus. In Artikelform und auch in Videoform. Könnt ihr, wie gesagt, immer gerne abchecken, die Deichstube. Aber jetzt zur Frage: Wollt ihr, dass wir auf die neueste Folge der Deichstube jetzt reagieren zusammen im Stream? Wir haben die Erlaubnis bekommen von denen. Also wir dürften darauf reagieren. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt jetzt mal in den Chat Hashtag Deichstube und dann ja, reagieren wir auf das neueste Video von denen zusammen. Wie gesagt, ich habe das alles abgeklärt. Wir dürfen das auch, weil sowas musst du auch vorher abklären, sonst kannst du da echt Probleme kriegen. Aber wie gesagt, die waren super lieb und haben da auch sofort okay gesagt. Aber ich warte auf eure Nachrichten ab hier. Argo auf jeden Fall den Start erst Samstag gegen RB. Ja. Also ganz klar, Theo würde ich mal gerne auf dem ZDM sehen. Ja, so ein bisschen vor der Abwehr meinst du? Guckst du die One Football-Videos? Nee, ich habe es damals mal geguckt, aber ey, ich muss zugeben, sehr lange nicht mehr. Zach scheint wohl sein Training frühzeitig beendet zu haben. Ja, habe ich auch schon gehört, aber ich habe noch nicht gehört, dass er fix nicht spielt am Samstag. Hier kommen gerade auch schon die Deichstube hier links rein. Ja, kurz eine Instagram-Story hier. Also Jungs, kommt jetzt in den Stream. Wir reagieren jetzt auf die Deichstube. Danke auch nochmal, dass wir da ins neue Video reingucken dürfen. Kommt in den Stream rein. So. Also Jungs, kommt jetzt in den Stream. Wir reagieren jetzt auf die Deichstube. Hier wäre auch nochmal die Deichstube danke hier. auch nochmal, dass wir da ins neue Video reingucken dürfen. Kommt in den Stream rein. Also Jungs, kommt jetzt So in und den an. Stream. Wir reagieren jetzt auf die Deichstube. Danke auch nochmal. Zack. Wartet. Hier kommt auch gerade rein. Training frühzeitig beendet. Ja. Also wie gesagt, Selke hat das Game frühzeitig beendet, aber es ist immer noch nicht fix, dass er irgendwie am Sonntag nicht spielt. Ne? So, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Und ich habe auch gerade gesehen, Luca hat mich gepostet gehabt. Ich reposte euch natürlich gerne. Also wenn ihr mich in euren Stories markiert, dann reposte ich euch natürlich auch immer gerne, gerade Richtung Streams. So sehen es halt einfach mehr Leute und es macht natürlich dann auch mehr Spaß, wenn es mehr Leute sehen, ist logisch. Ne? So, okay, das heißt, wir gehen jetzt zur Deichstube kurz mal rüber. Das heißt, ich gehe jetzt einmal kurz hier bei OBS rein. Ich muss mal gucken, wo ich mich jetzt gleich hinmache im Idealfall. Was? Ja. Jetzt im Stream am besten. Ja. So, wartet mal. Ich muss gerade kurz checken, wie das aussieht von dem Dings her. Ja, das brauchen wir mal so ein bisschen. Ich bin noch einen Tick über dem Bild, ne? So, wir machen das nochmal. Ich mache mich nochmal einen Tick was kleiner. So. Also, jetzt müsste es aber eigentlich passen. Wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal, wir gucken nochmal. Wer hat denn das Video schon gesehen? Schreibt mal gerne rein, wer hat denn das Video schon gesehen? Moin Nico, Like ist raus, wie immer. Vielen lieben Dank, Gerald. Vielen lieben Dank. Jetzt geht es aber, glaube ich, langsam, oder? Ach, guck mal. Ich bin immer noch drüber. Aber das müsste eigentlich jetzt klar gehen, oder? Ich glaube, ich verdecke hier nichts Wichtiges. Ich mache mich jetzt zwar noch ein mini bisschen kleiner, aber so, das müsste jetzt aber auch reichen. Okay, also es geht im Prinzip darum, die Überschrift. Noch keine Hilfe. So denkt Werder Bremen über Romano Schmid, Tahith Chong und Davie Selke. Das ist natürlich der Titel, ist immer die eine Sache. Das Video ist die andere Sache. Das kennt ihr auch bei mir, Kappa. So, ich möchte jetzt erstmal eine Sache kurz abklären von euch. Ja? Also, Jungs, wir schauen uns dieses Video jetzt hier an. Wir schauen uns dieses Video jetzt hier an. Aber ich möchte, dass ihr nach dem Video auch gerne gleich rüber geht zur Deichstube auf dieses Video und da einfach mal als Kommentar hier unten ein Real Nico da lässt. Beziehungsweise ich werde jetzt mal gerade ganz kurz darunter schreiben. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht abbricht. Das wäre blöd. Das wäre jetzt blöd natürlich. Moment, 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 Jungs. Könnt ihr jetzt gerade einmal kurz hängen? So, einen Moment. Danke euch. So. Kommentieren. Perfekt. Also, das ist jetzt da. Das heißt, unter dem Video von der Deichstube ist ein Kommentar von mir. Ja, hier ist jetzt ein Kommentar von mir.
Da schauen wir gleich nochmal nach. Wir aktualisieren den gleich. Also geht rüber und tut unter meinem Kommentar einfach reinschreiben, Hashtag RealNico, lasst da ein Like drauf und lasst auch ein Like bei der Deichstube, da ein Abo da, denn vielleicht können wir auch irgendwann mal die Deichstube einfach anfragen und ein Gespräch, ein Werder-Talk mit denen zusammen machen. Das wäre ja auch eine geile Sache, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, aber wir legen jetzt hier erstmal mit dem Video los, bevor ich jetzt hier immer weiter rumlabere. Erstmal müssen wir hier kurz, machen wir mal hier gerade die Musik aus und jetzt Action. Zusammenbauen konnten, wo wir sagen, die marschiert durch, wir werden keine Probleme haben. Also ich glaube, das war uns allen vorher klar, oder? Muss auch immer wieder sagen, das Intro der Deichstube ist absolut einfach gelungen. Sehr, sehr geil, einfach gelungen. So wie auch meine Fensterbank auch sehr, sehr gelungen ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Zeige ich euch später mal. Ja, die Fenster darf ich mir jetzt was einpflanzen. Ihr habt gerade eben bestimmt schon die grauenhafte Stimmung gehört von meiner Freundin, wo sie nichts am Fenster hat, aber gut. Ja, weil der Nico nämlich gesagt hat, ne, kannst das bitte, klappen mit dieser Wand. Kannst du das Video bitte lauter machen? Ja. Ich habe jetzt hier volle Lautstärke. Guck mal gerade, ob ihr es gut hört. Also, sag mal, ob ihr das Video gut hört jetzt. Zu Tahis, ich finde, er hat sich gerade was sein... Passt die Lautstärke. Schreibt erstmal rein, passt die Lautstärke, bevor ich einfach das Video hier gucke. Und dann ist blöd. Ja, also bitte einmal kurz reinschreiben, passt die Lautstärke. Was sagst du zu Schalten? Können wir auch später nochmal drüber reden. Guck mal Kommentare durch beim Video. Bei meinem jetzigen oder bei dem jetzt hier? Also passt der Ton, Jungs. Schreibt nur mal gerade rein, passt der Ton. Und 48 Likes. Ey, Jungs, vielen lieben Dank. Dankeschön. So passt, perfekt. Ah, alles klar, dann machen wir weiter. Also, wir gehen in den ersten Teil des Videos. Sein Defensivverhalten, was seine Defensivbewegung angeht, was... Geht um Tai Chong. Geschlossen im Mannschaftsverbund hat er sich wirklich stark verbessert. Wir haben auch von Anfang an gesagt, er ist ein junger Spieler, dem wir natürlich auch Zeit geben müssen, den wir weiterentwickeln wollen. Und wir sehen da auch eine Entwicklung. Mit Sicherheit... Elfmeterszene brauchen wir nicht drüber reden. Das ärgert ihn am meisten, ganz klar. Und da machen wir ihm auch keinen Vorwurf. Das ist sicherlich... Kurz zur Elfmeterszene. Wie gesagt, hat sich da total unglücklich im Zweikampf verhalten. Dadurch kam halt eben der Elfmeter zustande, weil er in diesem Zweikampf einfach dieses Stochern gemacht hat, was er vorher auch schon im Offensivbereich gemacht hat. In der Offensive kannst du das machen, dieses Stochern. Da kriegst du meistens auch nicht mal Gelb für, weil es halt ein normaler Zweikampf dann irgendwo ist. Aber in der Defensive sehr, sehr unglücklich, sollte nicht passieren. Er ist aber jung, ihm sei verziehen. Das ist jetzt mal kurz da in dem Sinne zusammengefasst. So, dass weiter im Vorfeld der Szene auch, dass wir uns im Defensivverbund, auch Tahis eingeschlossen, hätten besser verhalten können. Da haben wir Fehler gemacht. Das sind einfach Fehler, die jungen Spielern eben auch passieren. Trotz alledem bringt er auch ein Element mit. Und das hat man gerade dann auch, finde ich, in der zweiten Halbzeit gesehen, als er dann auch gerade im Offensivspiel noch besser im Spiel war. Er hat eine Gefährlichkeit auch in seinem Spiel durch seine Schnelligkeit, durch sein 1-zu-1 Verhalten, was für uns unheimlich wertvoll ist. Und wie gesagt, wir wissen, dass er eben auch Zeit braucht, sich zu entwickeln, aber wir sehen auch ganz klar... Also kurz dazu nochmal, das ist auch das, was ich gerade eben an ihm gelobt habe im Prinzip. Also die großen Stärken von eben Tahit Chong sind dieses 1 gegen 1, das Tempo-Dribbling. Gerade in der Offensivbewegung sehr, sehr stark. Das, was er halt mehr reinkriegen muss, ist halt diese Sicherheit. Diese Sicherheit, die braucht er halt noch. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber daran kann man halt arbeiten. Ne? Daran kann man arbeiten und dann wird das Ganze auch. Und ganz kurz hier redet deine Freundin mit dir, ignorierst du sie? Nein, nein, die macht da, die schmückt hier nur gerade ein bisschen weihnachtlich. Ganz schön macht die das auch. Aber jetzt geht es ums Video weiter. Also. Ja, dass es in die richtige Richtung auch bei ihm geht. Und ich will auch jetzt sagen, ja, Chance nicht genutzt. Also man darf nicht dabei vergessen, dass er wirklich ein junger Spieler ist. Das ist doch kein Wunschkonzert. Also, dass wir uns hier keine Mannschaft zusammenbauen konnten, wo wir sagen, jetzt kommt wichtig, hör zu. Die marschiert durch, wir werden keine Probleme haben. Also ich glaube, das war uns allen vorher klar, oder? Also. Ihr wisst ja, die meisten von euch wissen es, Clemens Fetz, absoluter Sympathieträger, auch gerade von mir. An der Stelle muss ich aber sagen, die Aussage tat so ein bisschen was weh,
wieso Rastewechsel geplatzt. Rastewechsel zu Leverkusen ist geplatzt. Können wir gleich drüber reden. Aber der ist geplatzt. Jetzt kommen wir erstmal gerade zu der Aussage von Clemens Fritz. Ja? Also es geht hier wirklich eindeutig darum, dass er sagt, wir hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten, um uns auf den und den Positionen zu verstärken. So, das heißt, sie mussten mit dem, was da ist, was draus machen. Und natürlich ist es dann schwieriger, die Leute zu entwickeln und direkt zu integrieren. Und da gibt es auch mehr Höhen und mehr Tiefen. Darum geht, das ist im Prinzip die Aussage von Clemens Fritz. Ich tue mir da so ein bisschen schwer mit, weil es machen ja auch genügend andere Vereine vor, dass junge Spieler sofort auch teilweise klappen. Natürlich haben die auch schwankendere Leistungen, aber trotzdem zeigen die da einfach eine gewisse Robustheit, bringen was in die Zweikämpfe rein, dieses Bock, dieses Schnelle, dieses Tempohafte. Beispiel in Bonn, der das 1A klasse macht. Maxi Eggestein haben wir reingezogen gehabt, macht das auch seitdem super, hat zwar auch schwankende Leistungen, aber es sind Spieler, die können auch einfach mal ganz, ganz schnell von heute auf morgen ihren Marktwert um 10 Millionen erhöhen. Das ist so. Ganz, ganz klar. Ganz, ganz klar. Und so Spieler, wenn du die gut weiterentwickelst und dann verkaufst oder auch mal hältst, da kannst du halt auch was mit erreichen. Es geht nicht nur darum, im Fußball mit viel Geld viel zu kaufen, um dann eine Mannschaft zu formen, sondern auch so eine Mannschaft zu formen. Wie gesagt, ich mag Clemens Fritz sehr, 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 sehr gerne, aber diese Aussage habe ich so ein bisschen, ja, da habe ich so ein bisschen gesagt, ist jetzt nicht so zutreffend. Gehen wir weiter. Gerade nach den letzten Monaten, was ja in ganz Deutschland hier auch oder auf der ganzen Welt passiert ist, die finanziellen Probleme, dass wir jetzt, klar, wir haben das von Anfang an gesagt, wir wollen unsere Mannschaft verjüngen, wir wollen eine entwicklungsfähige Mannschaft aufbauen, wir wissen auch, dass Tiefen kommen werden, wir wissen, dass wir Fehler machen werden, wir wissen auch, dass wir geduldig sein müssen, dass wir Zeit brauchen. Über was reden wir hier? Also, dass wir keine Qualität einkaufen können, wo wir sagen, okay, die funktioniert komplett 34 Minuten durch. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen. Nein, wir waren... Also, ne, deswegen, er betont es jetzt gerade nochmal und sagt auch nochmal, dass durch die ganze Situation, die halt alle gerade mitbekommen, die jeder Verein durchmachen muss, es nicht möglich ist, dass man direkt Qualität ins Kader holt, die sofort in die Startelf kommt und sofort funktioniert. Ja, gebe ich ihm recht, wir konnten uns dadurch auf dem Transfermarkt nicht wirklich verstärken. Aber nochmal, ich finde unseren aktuellen Kader auch gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, ich habe unser Sechserproblem viel, viel höher eingeschätzt, als wie es jetzt letztendlich ist. Ich finde die Kombi zwischen Maxi Eggestein und Bomb sehr, sehr gut und finde auch, wenn du mit einer Viererkette spielst, kannst du auch mit Groß hinter den beiden ZMs spielen, so als rein Sechser. Groß macht das hervorragend. Wir haben Groß hoch, so Groß macht das hervorragend. Sau, sau geiler, starker Spieler, muss man sagen. Und Janis, ich ignoriere nicht deine Frage. Wir gucken nur gerade das Video und gleich beantworten wir wieder die Fragen. Ich beantworte jede einzelne Frage, die da steht. Kennt ihr ja von mir. Ganz klar, ne? Ganz, ganz klar. Wie gesagt. So, okay. Also wir gucken jetzt weiter. Absolut zu. Thema Romano Schmid. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, zwischendurch schon mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Das war jetzt das Thema Tai Chong und finanzielle Neuzugänge. Jetzt kommt das Thema Romano Schmid. Wie gesagt, Jungs, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier ein Like da lassen würdet. 57 Likes haben wir gerade. Komm, die 60 Likes kriegen wir ja easy voll jetzt. Und später, also nach dem Stream später, hier rüber geht zu der Deichstube und da einfach in den Kommentaren, da habe ich einen Kommentar geschrieben gehabt, einfach, bisschen Hashtag Deichstube, Hashtag Real Nico, sowas in die Kommentare haut, dass wir das erlaubt bekommen haben, auf diese Videos zu reagieren, ist nicht selbstverständlich, da können wir ein bisschen was zurückgeben. Ja, weiter geht's. Zufrieden mit der Entwicklung, die Romano genommen hat und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man das mal sieht, aus der vergangenen Saison, auch wie der Wolfsberger AC in der Europa League agiert hat, das war schon sehr beeindruckend, auch mit welcher Intensität, mit welchem Mut auch. Sie waren wirklich extrem mutig. Ich kann mich an das Spiel erinnern. Welches Spiel war's? Wer errät? Welches Spiel war's? Ich warte, dann löse ich es auf. 1, 2, 3, gegen Gladbach. Das ist das Spiel, worüber wir eigentlich in der ganzen Vorbereitung schon geredet haben. Da hat er einfach absolut überzeugt, Romano Schmid. Absolut überzeugt. Und dazu würde auch Clemens Fritz jetzt noch was sagen. Darüber haben wir die ganze Zeit schon geredet. Ich denke, das wussten aber auch der ein oder andere aus dem Chat. Weiter geht's. Dann bei Mönchengladbach. Das Ergebnis kam jetzt nicht von ungefähr. Sicherlich muss man das einordnen, weil im Endeffekt die Wolfsberger, die hatten vielleicht, keine Ahnung, 6 Torschüsse, haben davon 4 Tore gemacht.
aber sie haben die Gladbacher eben auch nie in Ruhe gelassen. Und Romano war da eben auch ein Teil davon, der mit großer einer unheimlichen läuferischen Bereitschaft sehr, sehr unangenehm war, auch im Mittelfeld. Entschuldigung. Auch im Mittelfeld seiner Mannschaft. Da lief natürlich einiges gut, aber gerade dieses sich wehren, sich unangenehm sein, das hat er absolut mitgebracht. Romano ist ein Fußballer, der ja wirklich für den besonderen Moment sorgen kann. Und ich finde auch am Wochenende, als er reinkam, fand ich das sehr belebend. Er hat sich gewehrt, er war direkt da und das ist natürlich auch das, was wir sehen wollen. Und klar ist er natürlich auch einer, der immer spielen will. Er braucht auch ein bisschen Geduld und wir wollen ihn aber weiterentwickeln. Geduld, klar, braucht man Geduld gerade. Also Romano Schmid im Endeffekt wird wieder gelobt. Er hat super Ansätze, er bringt natürlich viel, viel Talent mit. Ich habe ja auch schon mal in der Vorbereitung gesagt, er hat auch dieses Talent, in den Zweikämpfen da zu sein. Auch in Romano Schmid, auch trotz seiner gefühlten 1,20, der groß ist, natürlich übertrieben gesagt. Aber er ist halt wirklich ein sehr, sehr kleiner Spieler. Das bringt ihm aber auch viel zum Vorteil. Er ist halt klein, wendig, schnell, dribbelstark, hat den Ball wirklich sehr, sehr gut am Fuß. Also die Ballkontrolle ist hervorragend. Die Zweikämpfe finde ich wirklich, wirklich überhaupt nicht mal so, wie viele sagen, er muss noch ein bisschen zweikampfstärker werden. Finde ich gar nicht. Er ist super zweikampfstark, auch in der Vorbereitung gewesen. Er arbeitet gut mit nach hinten. Ich finde, dass man Romano Schmid auch weiterhin einfach eine Chance geben sollte. Gerade auf der 10. Gerade auf der 10, als so ein bisschen, wo du ein bisschen offensiv mehr Freiheiten bekommst, da sehe ich Romano Schmid absolut, sage ich euch, wirklich. Finde ich ein super geiler Spieler, der richtig Dampf machen kann, der uns wirklich helfen kann. Und ja, ich freue mich total, dass Romano Schmid jetzt auch endlich mal Einsatzzeit bekommen hat. Ich hoffe, es werden viele weitere folgen. So, 67 Likes haben wir, Jungs. Komm, die 70 kriegen wir voll und es geht weiter mit dem Video. Gerade eben auch als jüngerer Spieler und man darf ja auch nicht vergessen, das ist natürlich auch ein Schritt jetzt von Österreich in die deutsche Bundesliga, wo es einfach nochmal schneller ist, wo es auch physisch nochmal anders zur Sache geht. Und es sind einfach auch Sachen vom Spielsystem, vom Trainer. Der Trainer hat andere Vorstellungen, Erwartungen und das ist einfach auch ein Prozess, der das mit sich zieht, dass man da eben auch ein Stück weit geduldig ist. Es ist schwer, ganz klar. Also, wie gesagt, Fritz sagt ja auch nochmal, man muss da ein bisschen geduldig sein, beziehungsweise der Trainerstab im Prinzip vermittelt das ja die ganze Zeit schon, dass sie bei Romano Schmid noch ein bisschen geduldig sein wollen, um ihn weiter ranzuführen, um weiter zu schauen, wie seine Entwicklung hochgeht oder auch nicht. Aber eine Sache muss man auf jeden Fall sagen, ich finde, dass man gerade so Spieler einfach auch mal bringen muss. Die holen unfassbar viel Selbstvertrauen, gerade junge Spieler, aus Spielen heraus. Wenn die gute Erfahrung im Spiel mitnehmen, ist das für die viel, viel stärker, als wenn du denen immer wieder sagst, im Training müsst ihr jetzt Vollgas geben und dann kriegt ihr eine Chance, ihr müsst ein bisschen geduldig sein. Ja, klar musst du geduldig sein, aber wie gesagt, da geht auch viel, viel mehr. Wie gesagt, wenn ihr das Ende von dem Video von der Deichstube noch sehen wollt, ich schicke euch hier den Link rein. Ja, könnt ihr gerne euch reinziehen und dann wieder hier zurückkommen. Ich hatte denen nämlich auch versprochen gehabt, dass wir das nicht komplett gucken, sonst ja auch logisch, dann das macht, dann schaut ihr euch das alle hier im Stream an. Also wie gesagt, geht gerne bei der Deichstube rüber auf das Video und schreibt da drunter einfach Hashtag RealNico, Hashtag RealNico, RealNico Support und ist für die Deichstube cool und wir machen hier weiter. Also der Stream ist noch lange nicht zu Ende, wir haben noch ganz, ganz viele Themen, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, ich gehe offline, wir haben ganz, ganz viele Themen noch heute. Das war jetzt nur ein Video von denen. Und so, dann wollten wir noch, was ist das hier gewesen? Clemens Witz, Platz der Kragen, letzte Saison, ja genau. So, warte, die Werbung ist wahrscheinlich jetzt gerade voll laut. Ein Moment, 2, 1, zack, also okay. Fakt ist, so, darüber reden wir jetzt auch noch gleich, das Video gucken wir uns auch an. Also wie gesagt, bleibt dran, wir haben hier richtig, richtig geiles Programm noch. Ich gehe jetzt aber erstmal auf ein paar Fragen ein. Ich möchte aber jetzt nochmal, wo wir gerade nochmal über Chong und Tahit, perfekt, Nico ist am Start, über Chong und Schmid geredet haben, schreibt mir bitte nochmal rein. Es geht jetzt um den Vergleich auf der 10. Für wen würdet ihr Schmid am Wochenende gerne sehen? Ihr könnt den natürlich auch im Mittelfeld integrieren, aber schreibt nochmal rein. Für die Leute, die jetzt Schmid gerade eben, da waren mindestens 10, 20 Nachrichten mit Schmid,
vorhin bei der Abstimmung. Also schreibt nochmal rein, für wen würdet ihr Schmied reinbringen in die Startelf, ja? Ich lese in der Zeit auch ein paar Fragen nochmal vor. Also zum einen, Schmied in die Startelf, genau das ist das Thema ja praktisch, das ist unser nächster Junuzovic, richtig, sehe ich auch so. Dazu kommt noch, dass er schon Vertrag nicht verlängert, noch nichts gesehen, aber schon auf Fischme. TE, ich glaube, du meinst Woltemade, hast auch darüber geschrieben. Ja, Woltemade ist ein kritisches Thema. Ich finde, ich würde mich freuen, wenn er seinen Profivertrag unterschreiben würde jetzt mal und dass das einfach mal reibungslos auch klappt. Zack, voran und fertig ist das Ding. Aber ja, ich kann auch viele verstehen, die sich so ein bisschen über ihn aufregen, weil er sich so irgendwie gefühlt seine Option wieder offen lässt. Natürlich, wir als Fans sagen da auch einfach hier, wir möchten, dass so jemand, junge Spieler von uns auch einfach sagen, ey, mein Herz schlägt auch für die Raute, ich will für die Raute spielen und gib ihm, ne? Das ist natürlich das, was wir eigentlich wollen. Und das wollen wir auch bei so einem Woltemade, dass er das sagt. Und dann wäre es auch sympathischer. Ich sehe aber auch, und da gebe ich TE recht, der gesagt hat, er sieht Schmied vor Woltemade, sehe ich auch so. Also ich bin da nicht deiner Meinung, Beuten. Ich sehe einen Schmied auch vor Woltemade, definitiv. Woltemade ist ein guter Fußballer, oder? Ja, ist er, wie gesagt. Er hat auch viel Potenzial. Ich sehe aber aktuell Schmied vor Woltemade. Wann schnallt Kofeld endlich, dass Schmied dauerhaft auf die 10 gehört? Ja, das ist halt das Thema, ne? Schmied auf die 10 oder ins Mittelfeld? Schmied auf die 10 oder ins Mittelfeld? Das ist so wirklich die Frage. Sag mal was zum Karrieremodus. Karrieremodus werden wir bald auch machen. Ich muss dafür eine Capture Card kaufen bei Amazon. Ja, die muss ich dafür kaufen, damit ich FIFA streamen kann. Sonst kann ich euch das nicht zeigen, was ich mache. Also ich kann euch nicht zeigen, was ich auf der Konsole praktisch mache. Deswegen muss ich eine Capture Card kaufen und dann wird es diese Streams auch mal testweise geben. Aber ich weiß auch noch nicht, wann ich die holen kann. Keine Ahnung. Wie gesagt, müsst ihr mal schauen. Müsst ihr mal schauen. Er ging auf meine Schule, wollte mal dann Engelstein. Erzähl mir, was ihr wollt. Krass hier. Und da bleibe ich dabei. Wollte mal, soll erstmal abliefern. Ein gutes Spiel habe ich in der Bundesliga noch nicht von dem gesehen. Ja, also ich sag mal so, gute Ansätze hat man schon gesehen von Woltemade. Er muss halt da noch eine Konstanz reinbringen. Ne? Für Osako, Aru, Schmied für Osako, Schmied für Osako. Also ihr seht da auch eher alle Schmied auf der 10. Verstehe ich das richtig? Oder ist es jetzt wirklich wegen diesem Osako-Thema? Was ist denn, wenn wir ohne Zehner spielen? Was wäre denn, wenn wir im 4-3-3 spielen oder in der Fünferkette? Da haben wir nur zwei Mittelfeldspieler. Dann wird es vielleicht für Schmied was enger. Könnte sein. Im 4-3-3 sehe ich ihn da immer noch in einer Art Pole-Position. In der Fünferkette, sage ich, wird es Schmied enger. Ich würde Osako rausnehmen und dann mit Raute und Selke und Sargent im Sturm. Ja, okay. Was sagst du zu Schalke? Ihr wisst ja, ich bin ja mit vielen Schalke-YouTubern befreundet, die alle eine super Arbeit auch leisten. Und bei denen könnt ihr auch immer gerne reinschauen. Deswegen hoffe ich für die, dass sie da ein bisschen erlöst werden und Schalke auch bald bessere Zeiten sieht. Was machst du beruflich? Praktisch so wie hier. Schnitt, Videocut. Für Osako, nur auf eine andere Art und Weise. Für Osako und Chong sollte weiterhin Zeit bekommen. Auf rechts. Ja, Chong weiter Zeit bekommen ist auch so ein Ding. Ne? Würdet ihr Chong in den nächsten Spielen auch in die Startelf tun und ihm die Zeit geben, die er vielleicht auch braucht? Oder sagt ihr, Chong eher mal eine Pause bringen und ihn reinbringen, mit seinem Tempo reinbringen? Schreibt's gerne mal rein. Und Jannis habe ich gerade schon beantwortet. Du stellst immer irgendwie die Fragen fünfmal, Jannis. Wie gesagt, also ich beantworte jede Frage. Ich gehe hier peu à peu durch. Für Osako und Chong, das habe ich gerade. Wie ein Bomb das macht. Ja, ein Bomb macht das hervorragend. Schmied hat sich krass verbessert, oder? Meinung dazu. Ich finde, dass Schmied einfach diese Kreativität reinbringt. Diese absolute Kreativität. Du hast dieses Gefühl, endlich mal wieder so einen Spielmacher auf den Platz zu kriegen. Das ist so das. Das ist so meine Meinung. Ich sag euch ja immer, ich bin zu Zeiten Werder-Fan geworden. Da war die Werder-Raute noch die 1 und da ging es auch darum, wir haben immer mit einem klassischen Zehner gespielt. Wir haben immer so gespielt, dass wir gesagt haben, ey, wir geben da Vollgas und Action und, ne? Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Deswegen bin ich da immer noch bei diesem Zehner, diesem Wunschdenken auch, ne? Diego, Marin, Özil, das waren meine Zehner damals, ne? Ja. Was hätte Schmied Anfang der zweiten Halbzeit gegen... Ja, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Sandro, weißt du ja. Auf die 10.
Seht ihr jetzt zum Beispiel, zeigt bei mir, hat gerade auch YouTube ihn angezeigt, kriegt keine Daten, obwohl ihr mich hier ruckelfrei seht. Ich sehe das ja, wie ihr mich seht. Keine Ahnung, was YouTube da hat. Auf die 10, ich würde Schmied auf die 10 packen und dann einen Doppel-6 mit Maxi und Bob und oder Möwald. Ja, okay. Mhm. Schön, dass Wolzemade mit seiner Größe auf der falschen Position spielt. Tarkan, wo würdest du Wolzemade aufstellen? Tinea, und am lächerlichsten ist dein Kommentar. Was hat er denn geschrieben? Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Dafür hat ein paar Chancen gearbeitet, reingeworfen, noch die Vorlage gemacht. Kannst du doch nicht wegen einem Abschluss sagen, dass er scheiße. Wen meinst du? Hä, was ist denn da jetzt? Er hat doch seine erste Vorlage gemacht, wie Nico. Berkan, bin ich jetzt lost? Wen meinst du? Wen meinst du denn gerade? Ich bin jetzt gerade, glaube ich, war gerade im falschen Film. Wäre fatal, wenn ein Zehner fehlt. Ja, ich sag ja, ich hab's ja gerade gesagt, ich liebe diese Zehner. Ne? Zehnerzeiten damals. Naja, mal stimmt, wollte mal, das ist zu groß für die engen Räume in der Offensive. Ja, das Problem ist, er wirkt ja manchmal so schlaksig, so züppelüpp, ne? Also er mag schon dieses 1 gegen 1, trotz seiner Größe. Ist egal, wer von den beiden Wolzmann und Schmied Startelf spielt. Hauptsache, die bekommen beide Spielzeit. Ja, beide Spielzeit bin ich bei dir. Janis habe ich auch gerade schon dreimal beantwortet. Eggestein hat schwankende Leistungen gezeigt. Ich würde Schmied dort mal spielen lassen und dann schauen, wer sich besser schlägt. Eggestein, Schmied, das ist eine falsche Position, weil ich glaube nicht, dass Schmied den Eggestein-Part so schaffen würde. Weißt du, was ich meine? Eggestein ist deutlich defensiver veranlagt als Romano. Pause, Chong von der Bank bringen. Was sagst du zu Schalke ab? Meinst du Schalke ab, Dad? Super sympathischer Typ. Super sympathischer Typ. Ist ja auch ein YouTube-Kollege von mir, ja? Kommt man da durch? Ja, man kommt da durch. Aber ich nicht. Okay. Dann würde ich den Becher da schon mal runterstellen. Ich lese weiter, wartet. Moin Nico, grüß dich, grüß dich. Ist der Wechsel von Rashica sicher geplatzt? Ist aber sehr laut da, ne? Reinbringen, da weiß er auch, dass er schnell abliefern muss, einer Zeit, aber, achso, schon, ja. Verdienst du mit YouTube dein Geld, kann es ja aber nicht genug Geld sein, oder? Hast ja nicht mal viele Abonnenten. Ja, was heißt nicht mal viele Abonnenten? Ne? Ich finde schon, dass wir in 5 Monaten viel geschafft haben. Also wir haben jetzt, diesen Kanal gibt es seit 5 Monaten. Wir sind über 2000 Abonnenten. Ich bin mega stolz drauf, auf jeden, der mich abonniert hat, jeden, der hier gerade supportet, der hier reinschreibt, aktiv auf diesem Kanal ist. Kuss geht an jeden raus, der mich da unterstützt. Und das auch als so ein Gemeinschaftsprojekt seht. Ihr seht auch, ich bringe immer wieder meine Community mit rein. Ich blende ihnen Videos ein. Ich gehe auf Videoideen rein, auf Videowünsche gehe ich ein. Also ich glaube, was die Community angeht, Community-Pflegung, bin ich so wirklich Nonplusultra, was das angeht. Ich mag dieses gemeinschaftliche Denken, dieses gemeinschaftliche Machen. Finde ich saugeil und macht mir unfassbar viel Spaß. Deswegen, und ja, auch Geld bekomme ich von YouTube, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist nebenbei. Schon in den nächsten Spielen besser einwechseln. Mhm. Glaubst du, dass Werder mit dem Abschiedskampf zu tun hat am Ende der Saison? Steve, ich hoffe nicht. Ich sage ja schon seit Anfang der Saison, ich hoffe, dass man so viele Punkte sammelt jetzt in der nächsten Zeit, dass man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Das sage ich aber seit Beginn der Saison. Also wie gesagt, das ist natürlich ein Tick was schwieriger, dieses Thema. Ne? Ist logisch, klar. Moin Nico, grüß dich. Basti, liebe Grüße. Eigentlich eher im Sturm, okay. Das Problem ist halt, dass Wolzemade nicht zu Kopfbällen wirklich hochgeht. Ne? Also er mag ja keine Kopfbälle. Und ich glaube, in seiner gesamten Karriere hat er 3-mal einen Ball mit dem Kopf berührt. Das ist so ein bisschen das Problem. Er selber, wir hatten ja auch mal ein Interview mit Nick Wolzemade, so ein kleineres Interview, es war in einem Livestream. Wer dabei war, erinnert sich bestimmt. Da hat Nick Wolzemade mir ja auch geschrieben gehabt, auf die Frage, wo er sich eher sieht. Er sieht sich eher als Spielmacher, als Zehner. Chong ist ein Straßenfußballer und Instinktfußballer. Kohfeldt passt ihnen sein Taktik-Spielchen. Das wird Chong, der braucht offensive Freiheiten. Offensive Freiheiten braucht er auf jeden Fall, Josef. Bin ich vollkommen bei dir. Auch damit er sich weiterentwickelt. Ja, absolut. Absolut. Ich habe auf den Kommentar von TE über Wolzemade. Also, ist das dieser Tevenier oder was? Weil hier jetzt gerade ein paar Dinger gesperrt worden sind. Habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Ja. Ja, aber ich meine, also warte mal ganz kurz, was sollten wir nochmal bei der Deichstube machen? Hab gerade Hashtag Renico in den Kommentar bei dem Video richtig. Ja, genau. Also wie gesagt, wenn ihr mich da supporten wollt und die Deichstube auch ein bisschen, dann geht auf das Video von der Deichstube, was wir gerade eben uns angeguckt haben, schreibt einfach mal in den Kommentar Hashtag Renico. Damit macht ihr schon viel, weil wie gesagt,
das sind auch so Momente, wo wir vielleicht dann mal das Glück haben, um ja, auch mal mit so Leuten einfach ein Video zusammen zu machen. So ein Talk mit jemandem aus der Deichstube wäre doch auch geil. Egal, ob auf unserem Kanal oder auf deren Kanal, wäre einfach eine coole Nummer. Ja, aber ich meine dann Schmied etwas offensiver stellen, ZDM, okay. Du bist schon mal von der Deichstube interviewt worden nach einem Werder-Spiel. Nee, bin ich nicht, Eminem, bin ich nicht. Deswegen sage ich ja, ich, so ein Interview, so ein Gespräch mit der Deichstube fände ich einfach saugeil. Würde mir extrem viel Spaß machen. Und vielleicht auch für die Deichstube gar nicht mal schlecht. Also so für die brauchen das nicht. Ne? Versteht mich nicht falsch. Das will ich gar nicht damit sagen. Die brauchen mich jetzt nicht. Aber ich denke, es wäre eine coole Kombi so zwischen denen und mir. Das meinte ich jetzt. So in dem Video mal. Wie gesagt, mit Giuseppe haben wir auch aufgenommen mit Grünwald Schnackt. Und das hat ja auch direkt harmoniert. Dorsk, richtig stark, aber wenn es ja die Telefonkurve ist, Kampf, ja. Super Stream, tolle Community. Vielen Dank, Steve, und gebe ich an die Community direkt weiter. Ihr seid auch wirklich eine geile Community. Und es macht immer wieder Spaß mit euch. Immer wieder Spaß mit euch. Ich würde aber sagen, wir gucken jetzt erstmal weiter ins Video rein. Und dann machen wir wieder weiter mit Kommentaren, okay? 85 Likes haben wir übrigens gerade. Wäre cool, wenn wir die 90 Likes auch noch schaffen, ja? Vielleicht kommen wir Richtung 100 heute wieder. Das wäre natürlich Bombe. Okay, weiter geht's. Ist, dass wir uns hier auch intern nichts schön reden. Da ist Fritz sehr, sehr sauer geworden bei dem Video. Was wir da natürlich falsch gemacht haben, ist gerade auch im letzten Drittel, es geht nicht nur um die Konsequenz im Zweikampf, es geht dann auch um die Konsequenz, die richtigen Laufwege zu haben, gerade im letzten Drittel, um die Konsequenz, den Torabschluss zu suchen. Das ist was, da haben wir Fehler gemacht und das ist auch was wir ganz klar intern auch besprechen. Also wir reden uns da nichts schön und wir wissen, dass wir einfach diese Basics auf den Platz bringen müssen und das ist auch das, was wir von uns allen einfordern. Und die Mannschaft ist selber nicht zufrieden, das ist ganz klar. Und von daher sind wir natürlich ein Stück weit enttäuscht. Trotz alledem schauen wir nicht zurück, sondern wollen auch nach vorne blicken. Wir haben nicht... Wenn ihr Fragen habt während der Folge hier von der Deichstube, dann schreibt gerne rein, auch in den Chat. Ich kann jederzeit auf Pause machen und auf eure Fragen eingehen. Also wenn ihr auch sagt, oder das und das, da seid ihr jetzt überhaupt nicht der Meinung von Fritz, dann gerne reinschreiben. Wir können darüber schnacken. Das ist alles frei, ne? Ist klar. Moin Michael Lang, grüß dich. Wie lange fällt Fülle noch aus? Soweit ich weiß, sollte er eigentlich jetzt wieder langsam Thema sein, oder? Oder nee, gar nicht. Oder war das nicht, dass er jetzt doch noch länger ausfällt? Schreibt mal gerne rein, wer das weiß. Ist die 18 einfach unnötig? Also schreibt die rein, scheiß Werder Bremen. Unnötig musst du nicht machen. Hier ist jeder willkommen, jeder Verein auch eigentlich willkommen. So ein Kommentar ist einfach unnötig. Bitte auch direkt komplett sperren für 300 Sekunden. Und dann kannst du dir nochmal überlegen, ob du dann vielleicht nochmal sympathisch hier reinkommst. Weil wie gesagt, hier ist jeder willkommen, nur beleidigen, das mag keiner. Ja, alles klar, weiter geht's. Diese Qualität, die wir vielleicht auch mal vor 10 Jahren hatten oder die anderen Mannschaften hatten, wo vielleicht auch mal 95% ausgereicht haben, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist uns durchaus bewusst, das ist natürlich auch der wirtschaftlichen Situation geschuldet. Aber wichtig ist und Fakt ist, dass jeder Einzelne hier weiß, dass wir wirklich bis ans Limit gehen müssen. Und das besprechen wir intern, da gehen wir auch kritisch mit um. Aber ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, ja, wir müssen jetzt davon reden, wir sind im Abstiegskampf oder nicht. Das ist für mich so einfach dahingesagt, das hilft euch vielleicht für irgendeine Schlagzeile, uns hilft das nicht weiter. Uns hilft weiter, dass wir wirklich intern klar analysieren, klare Kommunikation haben und die Fehler eben auch ansprechen, die wir machen und natürlich auch das ansprechen, was wir besser machen müssen. Wenn wir überhaupt eine Parallele ziehen wollen zum letzten Jahr, sollten wir jetzt... Ich finde gerade die Aussage ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Analysieren, was man für Fehler gemacht hat, analysieren, was man für Fehler im Allgemeinen macht, ist ein interessanter Punkt, denn ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das mit diesem Aufstellungs-Hin- und Herrerei eigentlich Fünferkette nie geklappt. Dann war die Fünferkette eigentlich gar nicht mal schlecht jetzt mit der neuen Konstellation der Außenverteidiger, großen Innenverteidiger Toprak und Friedel, die das mehr zu einer Dreierkette machen und die Außenverteidiger wirklich viel mehr Freiheiten haben, war sehr interessant. Auch das 4-2-3-1 war jetzt sehr interessant, weil man da halt wieder diesen Part der Nummer 10 hatte, also diesen Zehner. Aber ich glaube, dass auf diese zwei
Formation man sich irgendwie jetzt auch mal festlegen sollte, dass die Jungs diese zwei Formationen wirklich einstudieren, man beide auf Abruf drauf hat, ja, und dann Vollgas geben kann, nach vorne Attacke machen kann, hinten aber trotzdem stabil steht, als zum Beispiel nochmal ein 4-2-2-2 auszuprobieren, was komplett gescheitert ist, war einfach nur schlecht. Im 4-4-2 zu verteidigen, kann funktionieren, aber da muss auch jeder wissen, wo er zu stehen hat. Und das sind so diese Punkte, wo ich immer sage, boah, da muss man halt wirklich schauen, ne? Da muss man halt wirklich schauen, wie man das Ganze dann auch umsetzt, ja? Machen wir weiter mit Fritz. Nicht damit anfangen und sagen, wir haben zu viel Qualität für den Abstiegskampf. Das war ja eine Aussage, auch im letzten Jahr, die von euch immer wieder aufgenommen wurde. Es ist einfach wichtig, dass, ich glaube, das Entscheidende ist, man sollte sich nie auf seine Qualität verlassen. Und um die Qualität auf den Platz zu bringen, musst du erstmal die Basics auf den Platz bringen, um dann eben auch die Qualität abzurufen. Wir werden wahrscheinlich das komplette nächste halbe Jahr noch hier sitzen, wenn die Saison vorbei ist, immer dieser Rückblick. Der wird ja von euch immer hereingetragen, immer ja, letzte Saison. So, und jetzt haben wir halt wieder auch diesen Punkt, ne? Natürlich haben Journalisten Aufgaben, Fragen, die sie auch stellen müssen. Aber immer über die Vergangenheit zu reden, bringt natürlich auch nichts. Es ist halt auch immer so, jetzt wird die ganze Zeit gesagt, ja, letzte Saison seid ihr fast abgestiegen. Ich kann es selber auch nicht mehr hören. Davor das Jahr hätten wir fast die Euroleague geschafft. Darüber redet jetzt kein Mensch mehr. Aber dass wir letztes Jahr fast abgestiegen sind, darüber redet jetzt jeder. In einer Situation, wo man zwischenzeitlich 12 Verletzte hatte, wo einfach einiges schiefgelaufen ist, was man hätte sich anders vorgestellt. Wir haben jetzt zum Beginn der Saison zumindest schon mal eine Sache geschafft, die wir in den letzten Jahren nicht so oft geschafft haben, wenigstens einen Punkt noch mitzunehmen in Spielen, die eng waren. Wo wir letztes Jahr dann oft auch versucht haben, auf den Dreier zu gehen und dann gar nichts geholt haben, haben wir da jetzt zumindest mal einen Punkt immer noch geholt. Ne? Also darf man nicht vergessen, das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig. Ja? Und ja, ich hoffe eigentlich für uns als Werder-Fans, dass wir in den nächsten Wochen, diese englischen Wochen jetzt, die jetzt kommen, beziehungsweise die englische Woche, die jetzt kommt, besteht ja aus Leipzig, Dortmund, Mainz und dann Pokalspiel gegen Hannover. So, das heißt, wir haben 4 Partien, die alle dicht aneinander gereffelt sind. Ist natürlich für mich als Werder Bremen-Fan, als Werder Bremen-YouTuber, ist das natürlich mega geil. Weil ich kann jeden Tag über das nächste Spiel reden, über das letzte Spiel reden. Ich kann mich jedes Mal aufs Spiel freuen. Ich kann mit euch meine Emotionen teilen. Werden wir übrigens auch machen. Am Samstag wird es einen XXL-Stream geben, also einen ganz, ganz langen Stream geben. Und da werden wir richtig Attacke machen. Ne? Ist klar. Aber was natürlich auch bitter ist, das Programm an sich, die ersten 2 Spiele jetzt, die sind hart. Wenn du Leipzig, Dortmund irgendwie überstehst, dass du vielleicht es schaffst, gegen Leipzig ein richtig geiles Spiel auf den Rasen zu bringen, eventuell einen Punkt zu holen. Gegen Dortmund, sage ich euch ehrlich, da sahen wir in den letzten Malen gar nicht mal so schlecht aus. Da kannst du auch mit einem Glück durch die Dreifachbelastung von Dortmund vielleicht auch mal einen Dreier mitnehmen. So, klar klingt das jetzt erstmal hochgegriffen, ist es auch. Aber rein theoretisch ist das alles möglich. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind halt Sachen, da müssen wir halt auch hinkommen. So, in so ein Denken müssen wir reinkommen, vorspielen. Wenn wir danach auf die Mütze kriegen, aber gut gespielt haben, auch dann werde ich die Mannschaft loben, werde sagen, ja gut, ist halt jetzt so. Ne? Aber ich will, dass man gut spielt, dass man sich offensiv was rausspielt. Denn das, was wir in den letzten 2 Spielen gemacht haben, was wir offensiv uns rausgespielt haben, oder allgemein über die Saison uns offensive, gefährliche Situationen rausgespielt haben, gefällt mir überhaupt nicht. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, jeder von euch, der jetzt hier gerade den Stream guckt, schreibt jetzt mal in den Chat, wo seht ihr eher die Probleme? In der Defensive oder in der Offensive? Wo ist das Problem von Werder Bremen, um mehr Dreier zu holen? Defensiv oder offensiv? Schreibt es mal alle rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt die Mehrheit sagt. Ich habe dazu eine klare Meinung. Also egal im Prinzip, was ihr jetzt sagt, meine Meinung ist dazu klar. Genauso sollte eure Meinung dazu klar sein. Aber man kann sich das ja anhören von dem anderen, um dann zu gucken, oh, vielleicht hat er da und da recht. Ja? So, ich bin, wie gesagt, jetzt mal gespannt. Ich warte mal gerade, bis ein paar reinkommen. Und, ja, 90 Likes haben wir auch geschafft, Jungs. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Würde mich freuen, wenn wir da Richtung 100 jetzt noch kommen. Wäre eine coole Nummer. Und jetzt kommen die ersten. Offensiv, 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 offensiv. Offensiv. Die ersten 6 Nachrichten. Offensiv. 7 Nachrichten. 8. Na, okay, die 8. ist defensiv. Dann wieder offensiv. Mittelfeld ganz klar. Ab beides. Bei beiden ist das Problem ein wenig offensiv. Also, für mich ist es ganz, ganz klar, die Offensive. Wir tun uns zum einen
viel zu wenig klare Torchancen rausspielen. Wir schaffen es nicht, in die Situation zu kommen, wo du vorm Strafraum bist und das Ding netzen kannst. Wenn wir das schaffen, dann ist es meistens einmal im Spiel, wenn der Spieler das dann nicht, der das Ding dann nicht macht, sind wir alle sauer bis zum geht nicht mehr. Warum? Weil wir eben nur eine Situation bei sowas haben. Bestes Beispiel war jetzt Osako. Oder davor, vor zwei Wochen, also nicht gegen Wolfsburg, davor, Sargent gegen Bayern zum Beispiel. Oder gegen Wolfsburg, sag schnell, gegen Wolfsburg hatten wir auch so ein Ding, was hätte man machen müssen. Komm jetzt gerade nicht drauf, ich glaube, das war sogar Rashica. Ich glaube, es war sogar Rashica gegen Wolfsburg, meine ich zumindest. Auf jeden Fall sind es immer wieder ein, zwei Situationen in dem Spiel, die wirklich so gefährlich sind, dass sie sagen, der muss jetzt rein. Und wenn der nicht reingeht, sind wir, wie gesagt, alle uns am Beschweren und sagen, ey, was ist das hier? Ne? Und das ist halt, so kann es halt auch nicht gehen. Versteht ihr? So kann es halt auch nicht gehen. Das wird dann irgendwann auch bitter. Ne? Ist klar. Das wird irgendwann dann bitter. Das ist ganz klar. Was jetzt auch gerade reingeschrieben worden ist, viel zu unkreativ. Da sind wir auch bei einer wichtigen Sache. Natürlich sage ich, wenn ich sage, wir schaffen es nicht, vorne gefährlich zu werden, so offensiv ist das Problem, dann beziehe ich mich auch auf die Bälle in die Offensive, das heißt aus dem Mittelfeld, diese Kreativmomente. Deswegen wünsche ich mir Spieler wie Romano Schmid, die einfach mal Kreativität reinbringen und vielleicht auch mal einfach einen Pass spielen, womit jetzt keiner so rechnet. Dann hast du halt vielleicht schon 5 Pässen auch mal 2 dabei, die nicht ankommen, dafür hast du 3, die richtig gefährlich kommen. Warum? Weil die in die Tiefe gespielt werden und weil es Risikobälle sind. Versteht ihr? So, das ist einfach das Ding. Das ist einfach das Ding. Wie gesagt, Jungs, hier ist jeder Verein kann ruhig hier dabei sein beim Stream, nur nicht beleidigen. Ne, wisst ihr Bescheid. Die Offensive mit aktuellen Leistungen, so katastrophal. Toprak zu langsam. Toprak ist überhaupt nicht zu langsam. Wer hat das denn geschrieben? Toprak ist überhaupt nicht zu langsam. Also Toprak ist eher unser schnellster Innenverteidiger. Und ich fand Friedl auch sehr, sehr schnell jetzt zuletzt. Als Schalker sage ich, Zehner, dieser Osako ist nicht gut, ihr bräuchtet jemanden Kreatives, wie zum Beispiel einen Marco Richter. Ja, oder halt einfach uns, aus unseren Reihen jetzt gerade Romano Schmid. Ja, Osako sehe ich da auch nicht als Zehner, als Kreativpunkt, sondern eher halt dann Romano Schmid. Also, wie gesagt, Jungs, guckt mal hier bei dem Video vorbei. Das ist das Neueste von denen, ne? Ja. Und da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren einfach mal hier reinschreiben, Hashtag Renico. Ja, guck mal, hier sind doch auch schon ganz viele. Guckt mal hier. Hashtag Renico, Renico, moin, Renico, Renico. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, genau so meint ich das auch. Also wie gesagt, das könnt ihr gerne machen. Und das hatte gerade eben noch 500 Aufrufe, jetzt hat es 260 Aufrufe. Also ich sag ja, auch wir mit unserer Community können da aber auch was bewegen. Auch wenn es vielleicht nicht viel kommt, aber es kommt vom Herzen, vom grün-weißen Herzen. Könnt ihr, wie gesagt, gerne einfach nochmal abchecken. Ich haue es hier auch nochmal rein, den Link. Einfach Hashtag Renico. Ich werde mit denen später auch nochmal schreiben. Und mich da auch bedanken, dass ihr bei denen auf die Videos reagieren durften. Und wir gehen jetzt in Fullscreen wieder. So. Denn wir haben hier noch ein, zwei Sachen auch zu besprechen. Ne? Also erstmal, Gnabry kommt zu Werder. Nein. Marco Richter wäre geil. Mhm. Hashtag Renico, genau. Die zeigen nie im Leben Leistung gerade. Meint es wohl Bittencourt gegen Wolfsburg? Ja, genau, Sandro, genau. Ja, hast recht. Ja, Bittencourt war es. Aber warum versteht jeder nur Kofeld nicht? Das ist doch mir jetzt aus Sicht, dass Schmid echt viel Kreativität reinbringen kann. Ja, und wenn du sie deshalb nie aufstellst, werden sie es auch nicht mehr zeigen. Ja, das ist das Problem. Das ist ja das Problem. Das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit sage. Da kann ich ja auch die, ich nenne es jetzt mal, die Kofeld-Kritiker verstehen. Weil ich zum Beispiel liebe ja Kofeld, also ich mag ihn unfassbar gerne, auch seine Art und Weise finde ich richtig spitze, muss aber auch sagen, in manchen Situationen begreife ich nicht, warum er das nicht so sieht oder zum Beispiel, was er dann in Osako sieht, aber in Romano Schmid nicht sieht, ja, das verstehe ich auch nicht, aber im Endeffekt ist er der Trainer, der dann aufstellt, der natürlich, aber halt auch sich dann Kritik anhören muss, das müssen auch mal ein paar Werder-Fans lernen, es gibt nicht nur Pro und Contra oder nicht nur Gut und Böse. Es gibt auch dieses Zwischending. Versteht ihr? Es hört sich doof an, aber es ist wirklich manchmal ganz, ganz ekelhaft, wenn man eigentlich, hier gehören alle zu Werder, sind hier wirklich voll hinter Verein, sagen das und das mögen wir, aber das und das halt stört auch oder das und das ist halt blöd
Und sobald du sagst, in Werder Kreis das und das, kritisch, heißt es, du stehst nicht hinter der Mannschaft, du stehst nicht hinter dem Trainer, du stehst nicht hinter dem Verein. Und das ist Quatsch. Das ist absolut lächerlich. Hier auf meinem Kanal kann jeder seine Meinung zu jeder Zeit raushauen. Und ob ich das genauso sehe oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das ist total egal. Aber das ist ein Punkt, wo Leute zusammenkommen und dann auch der gleichen Meinung sind oder halt eben nicht. Und dann können die bei mir in den Kommentaren auch immer diskutieren. Deswegen gibt es da auch immer so viele Kommentare. Wir haben schon viele geschrieben, warum bei mir so viele Kommentare sind. Ja, weil da oft in der eigenen Diskussion landen. So, das finde ich aber auch total gut, weil man da viele Meinungen hat. Ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Kommentar bekommen, dass ich ein Video gemacht hätte, wo ich Kofeld-Hater wäre und sonst was. Wo ich gesagt habe, Junge, was ist denn mit dir? Ne? Ich habe den Kommentar einfach stehen, das hat dazu gar nichts gesagt, weil ich für mich gesagt habe, es ist halt einfach Quatsch. Man kann doch Sachen kritisieren und kritisch sehen, wenn die offensichtlich für einen selber falsch sind und falsch gemacht werden. Genauso kann man aber auch sagen, das und das war jetzt mal gut. Zum Beispiel, unser Spiel gegen Bayern war extrem gut. Würde jeder so unterschreiben. Genauso müssen wir aber auch sagen, gegen Stuttgart war unser Spiel nach, jetzt mal die ersten 20 Minuten rausgenommen, dann sehr schwach. Wir spielen 20 Minuten lang supergeilen Fußball. Jeder hat in diesen 20 Minuten diese 4-2-3-1 geliebt. Schreibt's rein, wenn es so war. Schreibt's rein, wenn ihr die 4-2-3-1-Formation gegen die ersten 20 Minuten gefeiert habt und geliebt habt. Bei mir war es volle Pulle so, ja. Ich habe das geliebt, ich habe es gefühlt, ich habe mich gefreut. Und dann brichst du so ein. So ein brichst du dann. Vorher waren individuelle Fehler, ja, aber die hast du auch ausgebügelt bekommen. Dann ist der Elfmeter, ja, und es geht gefühlt nichts mehr. Nichts. Warum? Warum ist das ein Signal, dass man aufhören sollte, Fußball zu spielen? Warum schaffst du es 20 Minuten lang zu pressen, gut zu spielen, gut zu stehen und danach schaltest du ab und sagst, ey, jetzt nur noch lange Bälle, weil hat bei Stuttgart zwar nicht geklappt, aber wir zeigen jetzt mal, dass es klappt. Hä? Was ist das denn? Natürlich kann man das ja auch kritisieren und das ist scheiße. Ganz klar. So muss man so sagen. Das war einfach nichts dann. So. Wollen wir nicht drüber reden. Und das ist das, woran wir arbeiten müssen. Diese Konstanz. Auch wenn wir mal ein Gegentor schlucken. Was haben wir denn damals in den erfolgreichsten Zeiten gemacht? Haben wir nonstop Gegentore bekommen? Nonstop haben wir Gegentore bekommen. Haben wir dann aufgehört, Fußball zu spielen? Nein. Dann haben wir die doppelten Tore geschossen. Und so ein Ding ist das. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt muss man auch einfach mal überlegen. Guck mal, ich bin auch krank gerade. Ja. Bin mega erkältet und mache trotzdem diesen Stream, mache trotzdem die Videos auch für meine Community, ja? So, weil ich Bock habe, auch über Werder zu reden. Das ist ja mein Ding, das liebe ich ja, ne? Und genauso lieben das auch viele von euch. Aber dann kriegst du manchmal so einen Kommentar im Kopf, wo du so denkst, ey, was ist denn mit dir, ne? Was ist denn mit dir? Das ist genau so ein Ding. Können wir uns ja gerne mal gerade reinziehen. Pass auf jetzt, Jungs. Ich zeige euch was. Richtung jetzt, weil wir jetzt da sind bei den Hatern oder dummen Kommentaren. Ne? So. Hier. Machen wir mal zack. Gehen wir nochmal gerade so rein. Und jetzt hier, guckt mal. Guckt euch das mal an. SV Werder Bremen gegen Stuttgart. 1-2. Werbung. 1-2, Werder verliert. Silas, unsportlich, Spielanalyse. 318 Dislikes. Ist ja die eine Sache, dass das jetzt mein Video ist mit den meisten Dislikes. Ist okay, ne? Muss ich drauf klarkommen, muss ich mit klarkommen, ist auch vollkommen in Ordnung, ja? Aber 318 Leute, und ich sag euch, davon haben sich 300 Leute mein Video gar nicht reingezogen. Denn in dem Video sag ich ja, Stuttgart hat verdient gewonnen, weil wir zu blöd waren, um das vorne gut auszuspielen. Ne? Was sind die meisten Kommentare hier drunter? Silas ein Gott und Silas keine Ahnung was, bin Stuttgart-Fan. Du bist richtig sympathisch. Und er meint, guck mal, sogar Stuttgarter hier. Ne? Sogar Stuttgarter haben mir teilweise recht gegeben. Sogar Stuttgarter. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. So, das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Sehe ich nur als Zeitspiel, ja. So. Ah, wo sind denn die Kommentare da? Hier, was soll daran unsportlich sein, wenn die Zuschauer noch nichts machen? Von der Zeit gut gemacht, Silas. 18 Likes hat dieser Kommentar. Das von Silas war nicht unsportlich.
bla bla bla, auf Werder PK. Jeder, der disliked, ist ein Wamanchutika oder wie der heißt. Kann ich verstehen, warum die Leute sich auflegen, geteilte Meinungen. Fand die Aktion von Silas nicht unsportlich. Warum so viel Hate auf das Video? Glück auf und Kesti, Grüße nochmal an der Stelle. Ja, wie gesagt, also das sind 200 Kommentare. Die finden wir jetzt auch nicht alle. Also das, was ich euch einfach nur damit sagen will, ist, überlegt euch mal in dem Ding. Das Video hat 31.400 Aufrufe, ist mein erfolgreichstes Video auf diesem Kanal. Und ausgerechnet auf meinem erfolgreichsten Video auf meinem Kanal habe ich mehr Dislikes als Likes und direkt 318. Und mir haben Stuttgarter mit Ansage geschrieben, dass sie dieses Video kaputt disliken werden, weil die Silas so verehren. Da habe ich denen gesagt, ey, hör mal, könnt ihr doch, ist mir egal. Aber die letzte Aktion fand ich einfach unsportlich, macht man nicht. Macht man einfach nicht. Geht einfach nur darum, macht man nicht. Man muss den Gegner da nicht so provozieren, fertig. Dann sagen die mir, auch hier als Kommentar, ihr müsst euch das reinziehen, Leute. Ihr müsst euch das reinziehen. Auch als Kommentar, ne? Als Kommentar habe ich hier bekommen gehabt, da kriege ich auch Kopfschmerzen wieder, ne? Als Kommentar habe ich hier bekommen gehabt, wenn das unsportlich ist, ist doch totaler Quatsch. Wenn man an der Eckfahne in den letzten 2 Minuten steht und Zeit von der Uhr nimmt, ist das doch dann auch scheiße. Aber da sagt keiner was. Doch, doch, sagt doch jeder auch was. Finde ich auch Müll. Ist genauso bescheuert. Versteht ihr, was ich meine? Ist genauso bescheuert. Spielt doch einfach weiter Fußball. Ihr macht für jeden Scheiß eine Regel. Ihr macht bei Abseits 1 Millimeter, pfeift den Scheiß Spiel ab. Spieler freuen sich, Fans freuen sich, kriegen danach einen Herzinfarkt, weil Tore nonstop zurückgenommen werden. Aber es gibt keine Regel, dass ein Spiel immer flüssig weitergespielt werden muss. Und sorry, aber wenn du mit dem Ball zur Eckfahne rennst und dann den hier machst und den Ball, dann spielst du nicht weiter, dann machst du ein scheiß Zeitspiel, gelbe Karte, Gegner kriegt den Ball. Ganz einfach. So ein Ding sollte das sein. Und das meinte ich auch bei Silas. Das ist auch meine Meinung. Ich stehe auch dazu. Mir ist das total egal. Da sollen das ruhig alle jetzt sehen. Alle sollen das sehen. Das ist so. Das ist einfach so. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, dass die Leute dann nicht verstehen, dass die dann einfach sagen, ja, warum ist es doch toll, dass er das gemacht hat. Nein, ist es nicht. Man macht es einfach nicht. Du wolltest einfach nur den Gegner damit provozieren. So, dann sagt er danach noch, ja, er wollte ein paar Minuten von der Uhr nehmen. Selbst wenn wir ihm glauben würden, okay, es wäre Zeitspiel gewesen. Auch das wäre scheiße. Also auch das hätte ich kritisiert. Und das ist halt das Ding. Ich check das dann manchmal auch nicht. Aber wie gesagt, dann ist es halt auch wieder, ja, ich sag nur, überlegt halt, ne, ausgerechnet bei dem Video jetzt hier, dass das dann so ist. Aber gut, ist auch so, habe ich auch gesagt. Ja, eben, ja. Das ist was anderes, ist Zeitspiel, das ist das andere Arroganz. Ja, oder Arroganz. Kannst du nehmen, wie du willst im Prinzip, aber ja. Ja, ich fand das von Silas voll lustig. Ja, Björn, keine Ahnung, also ich fand es überhaupt nicht lustig, ich fand es halt einfach nur sau unnötig, sage ich dir ehrlich, Björn, ne? Da sind wir halt dann auch nicht einer Meinung, aber es ist auch, wie gesagt, nicht schlimm. Das sage ich ja immer wieder. Keiner muss hier jeder immer die gleiche Meinung haben, aber das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also für mich war es halt wirklich so, habe ich so noch nicht erlebt gehabt. Keine Ahnung. Aber gut, ist halt so, ne? Was soll man machen? Das ist, it is, wie es ist, ne? So kann man es nur sagen. So kann man es nur machen. Also, schreibt nochmal rein. Habt ihr noch Fragen, Jungs? Habt ihr noch Fragen? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt ruhig irgendwas dazu. Ja, Rashica-Wechsel geplatzt. Kann ich auch nochmal kurz erklären. Ist, wie gesagt, relativ einfach. Leverkusen hat sich jetzt davon distanziert. Simon Rolfs hat dazu was gesagt. Ja, im Prinzip war das Ding aber auch klar, dass das durch ist, nachdem kam. Rashica ist bis Ende Januar verletzt. Transferszeit ist vom 1. Januar bis Ende Januar. In diesem Zeitpunkt ist Rashica verletzt. Das heißt, wer nimmt mit einem Medizincheck dann einen Rashica ab? Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach das Problem. Das ist, ja, war eine klare Nummer, dass Rashica da nicht, dass das platzt, war klar. Dann in dem. Seit rausgekommen ist, dass der so lange verletzt ist, war es klar. Ne? Und ja, und im Sommer wird er dann für sehr viel weniger Geld dann gehen, wenn er nicht eine ganz krasse Saison spielt, weil er dann nur noch ein Jahr Ablöse hat. Ja, das ist halt das Ding. Ich fand das genauso unnötig und da bin ich ganz auf deiner Seite, Nico. Danke dir, Sascha. Zieh das mal wieder ein.
Bro, habt ihr schon über Chong geredet? Ja, haben wir schon. Moin, tut mir nochmal leid, dass ich den Verein beleidigt habe. Ja, wie gesagt, ist egal, mach's auch zukünftig auch bei anderen nicht, Easty, weißt du? Weil, wie gesagt, es gibt so viele freundliche Fan-YouTuber auch hier auf YouTube, die geilen Content machen, sich wirklich viel Arbeit machen, jeden Tag Content machen. Und wenn man dann in so einen Chat reinkommt und direkt jemand beleidigt, das ist einfach unhöflich, ne? Ist nicht so cool, ist nicht so gern gesehen, weißt du? Das ist halt das Ding, okay? Aber dann ist auch alles gut. Bei mir, ich bin da nicht nachtragend. Was denkst du, welche Mannschaften werden im Abstieg kämpfen? So leid es mir tut, glaube ich schon, dass Schalke da länger dabei ist. Mainz. Bielefeld sich auch mit unten. Bielefeld sich wirklich auch mit unten. Köln, sage ich, es kommt darauf an, das ist so ein Wackelkandidatsding. Und der Rest wäre ich sehr gespannt, was da noch so passiert. So die Frage, ob der Schiri den auch gelb gegeben hätte, wenn Selke nicht so ausgerastet wäre, fragt dich. Ja, ist auch richtig, ja. Wo bist du dann? Tenever? Tenever, was ist denn los hier? Kannst du nicht anständig schreiben oder was? Ja? Du wurdest doch gerade eben irgendwie 2-3 Mal gesperrt. Ist doch, wäre doch jetzt unnötig, wenn wir dich jetzt wieder sperren müssten, oder? Ist doch alles gut. Milot ist schlecht geworden. Ja, Milot bringt halt einfach zu wenig Leistung. Und dann wird kaputt gehen und die Fans verlieren. Ja, keine Ahnung, Tenever, weiß nicht, was da los ist. Renico, wie siehst du das gegen Leipzig? Wer soll im Sturm spielen, deiner Meinung nach? Ich hätte gerne eigentlich Sargent vorne gesehen wegen Ex-Club. Und daneben Sargent und Bittencourt wäre so mein Ding gewesen. Könnte mir auch Sargent und Chong vorstellen und Bittencourt vielleicht mal von der Bank bringen. Aber ja. Moritz, moin, was geht? Grüß dich. Fiore, moin, moin. Also Tenever, wie gesagt, jetzt langsam. Keine Ahnung, was mit dir ist. Dann machen wir halt wieder. Zack, tut mir leid für dich, aber muss man auch nicht verstehen, warum. Okay, Kickoff. Du hattest ja auf Insta etwas mit neuen Videoideen angesprochen. Hast du die schon angesprochen? Stimmt, die machen wir jetzt gleich auch noch. Richtig, ja. Richtig. Ich weiß nicht, ob wirklich zu lange verletzt ist. Genau, stimmt. Die neuen Videoideen. Apropos Videoideen, da kommen wir auch direkt zum Mein Werder-Moment. Ihr wisst ja, dass ich das Video gemacht habe mit Mein schönster Werder-Moment. Die Sache ist jetzt die: Ich weiß nicht, ob wie viele Leute jetzt hier gerade drin sind, die mir auch auf Insta geschrieben haben. Schreibt mal gerade rein, wenn ihr mir auch auf Insta da geschrieben hattet zum Werder-Moment. Ich werde da auch noch mal eine Insta-Story machen, weil dann weiß ich, dass die Leute das auch sehen. Und zwar ging es eigentlich darum, welche Leute wollen auf meinem Kanal, also pass auf, die Leute, die bei meinem Werder-Moment mitmachen, werden auf meinem Kanal sichtbar sein in einem Video. Und das werden so 5 Kandidaten circa, ja, werden das werden, die ihren schönsten Werder-Moment erzählen. Und der Gewinner praktisch mit dem schönsten Werder-Moment davon, das werde ich einen Teil der Community bei der Abstimmung überlassen. Teil werde ich natürlich auch dazu was sagen. Und der Gewinner von diesem Ganzen wird von mir ein, was hatten wir nochmal gesagt? Icon-T-Shirt, ne? Ein original Icon-T-Shirt aus dem Fanshop von Werder Bremen geschenkt bekommen, ja? Kriegt er geschenkt und schicke ich ihm zu, dem Gewinner. Also es ist wirklich auch eure Chance, um da mitzumachen nochmal. Schaut euch das Video nochmal an mit Werder Moment. Schreibt mir bei Insta, auch die Leute, die mich schon geschrieben haben, schreibt mir nochmal, weil das wird jetzt in Angriff genommen. Das ist die erste Videosache, die kommen wird. Dann, ich weiß, es ist wirklich so eine Sache, so ein bisschen das Problem sogar, würde ich sagen. Ich check mal gerade nochmal die Zahlen da ab. Ich hatte nämlich eine Community-Umfrage gemacht, ob ihr FIFA einmal die Woche sehen wollt. Bevor ich mir jetzt diese Capture-Card kaufen gehe und das am Ende nicht so viele Leute sehen wollen, ist es so eine Sache. Wollen wir hier auf dem Kanal FIFA bringen oder nicht? 199 Leute haben da mitgemacht bei der Umfrage. 70% haben geschrieben, ja, na klar, leg los. 23%, nein, bitte nicht. 8%, ich schaue mir alles an von daher. Und in den Kommentaren, die Top-Kommentare waren, ich schaue gerade nach, die Top-Kommentare waren, einen anderen Channel extra dafür wäre super. FIFA ist ja nicht real, Werder Nico, und passt meiner Meinung nach nicht zum bisherigen Content. Hätte ich Lust drauf, endlich. Geil. Dann Zweitkanal, Hashtag RealNicoGaming. RealNicoGaming.
Bitte nicht nur einmal die Woche. Mach dafür einen extra Channel auf, wird sonst zu unübersichtlich. Hätte schon Bock, müsste nur wissen, was der Wochentag, kann ja nicht immer. So, das sind die Kommentare dazu gewesen. Also ihr könnt gerne mal hier nochmal reinschreiben, was ihr dazu sagt, ja, zu dem Ganzen. Ich hätte mega Bock auf eine FIFA-Karriere. Nico, darf ich dich erwähnen in meinem YouTube-Kanal? Klar, Werder-Freak, klar. Kenne ich deinen Kanal? Muss mal gerade schauen. Werder-Freak. Muss man gerade nochmal schauen. Kenne ich den Kanal? Ah ja, hier. 127 Abonnenten. Hast du keine Videos? Doch, da. Guck mal, ich abonniere dich mal, ja? Zack. Okay. Also, wer da fliegt, hab dich auch mal abonniert. Schau mal bei deinen Videos demnächst rein, okay? Machen wir so. Deal. Deal. Übrigens, Jungs, es fehlen noch 5 Abonnenten. Da haben wir die 2250 Abonnenten geschafft. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher sagen sollen, ne? Wo wir gerade eben noch über 100 Leute waren, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Ha. Ich hatte dir geschrieben, Sascha, genau. Sascha, ja. Also, wie gesagt, ihr könnt mir dazu gerne auf Insta nochmal schreiben. FIFA Extra Kanal, ja. Karriere-Stream wäre nice. Karriere auf jeden Fall. Auf diesem Kanal finde ich besser. Klar, Kuhfeld sieht, was im Training los ist und wir vielleicht nicht. Vielleicht sieht in den Augen andere Sachen, okay. Noch nicht so Profi. Ich bin gerade angefangen. Kein Problem, kein Problem. Ich sag jetzt zu jedem, also wenn ihr anfangen wollt mit YouTube, zieht da einfach durch, macht euer Ding. Entweder es wollen Leute gucken oder halt nicht, ne? Da steckst du nicht drin. Aber wenn du Vollgas gibst und das deine Leidenschaft ist, mach weiter. Ich hatte, wie gesagt, damals auch 2 Jahre lang einen anderen Kanal gemacht. Und hatte auch Spaß dran, aber habe damit auch keinen Cent verdient gehabt. Also ich habe es einfach aus Leidenschaft gemacht. Und dieser Kanal ist halt hier jetzt in 5 Monaten so ein bisschen durch die Decke gegangen. Natürlich auch sehr, sehr geil. Liegt natürlich auch hauptsächlich an euch. Aber ja, ich kann übrigens jetzt auch Gott sei Dank wieder öfter streamen. So, ich kann wieder öfter streamen. Aber ich fand gut, dass sich Selke dafür eingesetzt hat für die Mannschaft. Und dann kriegt er von Werder-Fans den Spruch, der war nur sauer, weil er selbst kein Tor gemacht hat. Echt nicht nice. Shay Guy, bin ich voll da bei dir. Bin ich voll bei dir. Ich sag ja auch, man sollte Selke dafür seine Mentalität sogar loben. Wenn sie sich voll reinhaut und das auf den Platz bringt im Positiven für die Mannschaft, bin ich voll dabei. Wo ich sag, was unnötig ist, ist, dass er gefühlt 100 gelbe Karten bekommt wegen irgendwie Meckern oder Schiedsrichter zu impulsiv. Ne? Aber sonst auf jeden Fall. Nein, bitte nicht, das wird zu unübersichtlich, nicht auf diesem Kanal. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Wir müssten das mal in einem Wochenendstream so samstags besprechen, weil da sind wir meistens über 200 Leute. Und vielleicht dann nochmal mit dem Großteil besprechen, ob das hier auf diesem Kanal stattfinden soll, weil die Meinungen da echt hart auseinandergehen. Hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht, dass das so geteilt ist. Also 70% sagen ja, die hätten mehr Bock auf FIFA, aber in, ja. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich stimme aber Kofeld zu, was Chong angeht. Natürlich war das dumm mit dem Elfer. Ich sehe trotzdem Steigerung, was den Defensiv. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Chong hat ja auch hier eine Menge Potenzial. Also auf dem Flügel unfassbar viel Potenzial. Da kann auch viel draus gehen. Da kann auch wirklich viel draus gehen. Du kannst eine Playlist machen. Ja, ich könnte eine Playlist machen, rein theoretisch, wo nur FIFA kommen würde. Das würde rein theoretisch gehen, ja. Aber wie gesagt, da müssen wir noch schauen, wie wir das Ganze dann da gestalten werden oder machen werden. Das kann ich noch nicht so genau sagen, ne? Oder noch nicht so genau versprechen auch. Das müssen wir wirklich schauen. Aber auch das kriegen wir ja hin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ja, kriegsentscheidend wäre oder so. Das ist total, das kriegen wir alles hin, ne? Mal ganz eine Sache hier kopieren. Okay. So, es gibt übrigens keinen erfolgreichen Trainer, der mal Torwart war. Echt nicht? Ja, da müsstest du das ja eigentlich mal den Wiese sagen, oder? Da müsstest du eigentlich mal den Wiese sagen, oder? Das wäre doch was, oder? Der Tim.
Chang war aber extrem frustriert anzugucken gegen Stuttgart. Chang hat mir, wie gesagt, gegen Stuttgart auch nicht gefallen. Ich sage trotzdem, mit seinem Tempo, mit seiner 1 gegen 1 Situation, ist es natürlich jemand, der immer, ja, den du immer auf dem, im Kopf haben musst bei sowas, ne? Frage ist, ob du Zeit und Bock hast auf einen Gaming-Kanal. Ja, das Ding ist ja, ich hatte ja praktisch schon mal einen FIFA-Kanal und würde das eigentlich ungern nochmal machen. Deswegen sage ich ja, für mich ist eigentlich mehr die Sache, hier das komplett zu bringen, einmal die Woche, oder halt ein anderes Themengebiet mit reinzubringen. Das, jetzt kommt nämlich auch so ein Ding, das wollte ich euch erzählen. Ich hatte mir überlegt gehabt, wenn man einmal die Woche zum Beispiel FIFA hier bringen würde, vielleicht auch in Videoform, könnte ich ja zum Beispiel mit anderen YouTuber-Kollegen von mir, etwas zusammen auch starten. Als Beispiel Challenges, geile Challenges. Als Beispiel, ich spiele jetzt mit Werder gegen, sagen wir jetzt mal Bayern, ja, gegen Bayern, und muss auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe bei FIFA gegen Bayern spielen, 6 Minuten pro Halbzeit, und dann schauen, wie, so wenig Gegentor wie möglich zu kriegen. Ein anderer YouTube-Kollege, den ich dann praktisch nominiere oder der da mitmacht, muss auf seinem Kanal mit seinem Lieblingsverein gegen Bayern spielen und auch gucken, so wenig wie möglich Gegentore zu machen. Um dann der Gewinner, also der weniger Gegentore praktisch gewonnen hat, darf die Bestrafung für den Verlierer ausdenken, den der dann auf seinen Kanal bringen muss. Oder die Community entscheidet die Bestrafung. So Challenges fände ich extrem geil. Schreibt mal gerade rein, was ihr dazu sagen wollt, gegen so Challenges, wisst ihr? Weil einfach nur FIFA ja, gegeneinander spielen und sonst was, ist zum einen langweilig geworden, zum anderen gibt es 10 verschiedene Konsolen mittlerweile, die jeder hat. Aber das auf so eine spannende Art und Weise zu machen, so wir immer mit Werder verschiedenen Challenges, ne, fände ich geil. Oder auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe in einem 4 Minuten Halbzeitmatch so viele Tore wie möglich zu schießen. Geht ja auch, ne? Alles Mögliche. So, das wären so Punkte, die würde ich richtig fühlen. Wisst ihr, die würde ich richtig fühlen, da würde ich sagen, ja, das wären geile Challenges, wenn da ein paar YouTuber mitmachen. Das macht richtig Spaß, kann Laune machen. Geil, ja? Moin, bin etwas verspäteter, was? Handy! Nee, das kannst du ja nicht. Nein, du sollst mal drauf gucken. Warte mal kurz, Jungs. Ich raff die Challenge nicht, aber Challenges sind nice. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt nicht so Bock. Ja, können wir gleich mal, warte, ich bin jetzt sowieso gleich. Ich habe Challenges, aber Challenges sind nice. Bock hätte ich schon, einen YouTube-Kanal zu machen. Bei mir fehlt die Zeit, okay. Geil, wünsche ich mir zu Weihnachten. Ja, das mit den gelben Karten, das muss weniger werden bei Selke, ja. Also wie gesagt, ich denke auch, dass da viele drauf Bock hätten. Das genaue Prinzip könnte man ja dann nochmal erklären. Aber da muss man natürlich auch erstmal so ein bisschen, ja, die Leute auch finden, die dazu Bock haben, damit mitzumachen. Weil sowas funktioniert nur in einer richtigen Reihe. Wenn du so eine Reihe bringst, also zum Beispiel 4 Folgen innerhalb von 4 Wochen. Das heißt, ein Tag die Woche, 4 Wochen lang. Kriegt im Prinzip jeder hin, aber das ist manchmal dann doch auch was schwieriger. Wie gesagt, ich glaube schon, dass das eine geile Nummer sein kann, aber man muss halt auch wirklich dann am Ball bleiben und dann wird das auch geil. Ich erinnere zum Beispiel damals, ich weiß nicht, wer von euch das damals guckt hat, aber zum Beispiel KS Freak gegen Krappi. Das waren so geile Folgen damals immer. Die haben so geile Challenges gemacht. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo jeder zu Hause ist, das so ein bisschen in diesen Online reinzubringen, dass man sich halt Challenges auch macht, wo man vielleicht nicht nebeneinander ist, sondern halt von Ort zu Ort das zu machen, fände ich eine coole Nummer. Also Jungs, ich schicke euch hier gerade mal rein. Das hier ist das Video, was heute online kam. Ist mein Ausblick Richtung Leipzig. Ich würde mich extrem freuen, falls ihr das Video noch nicht geguckt habt, dass ihr das Video euch anguckt. Und wenn ihr das Video schon geguckt habt, checkt trotzdem mal ab. Haut in den Kommentaren nochmal Stream rein, damit ich sehe, wer aus dem Stream kam. Würde mich wirklich freuen, wenn ich dadurch ein paar Kommentare sehe, ey, ich kam vom Stream, ja. Würde mich wirklich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch morgen schon wieder beim nächsten Video. Und Samstag gibt es dann den XXL-Stream. Es hat wirklich Spaß gemacht heute. Geile Community sind wir einfach. Ich bedanke mich wirklich sehr. Bedanke mich auch an jeden, der jetzt an das Video reingeht. Wer noch Live-Unterhaltung haben will, checkt mal, ob Schalke-Update, Kick-Off oder der Schalke online ist.
Das sind drei Kanäle, die ich immer gerne empfehlen kann. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen in alter Frische wieder. Ja? Alles klar, Leute. Ciao, ciao.